Schäuble, guten Morgen. Ja, grüße Gott, Frau Graf. So, schöne Frau, geht noch was ab? Vielleicht ein paar Rosen? Die Rose ist das... Ach so. Die Rose ist das Geschenk der Dame an ihren Kavalier. Dann da kaufst du halt nix, Gescherz, da. Die ist zu fein zum Nein sagen. Oh mei, ja, ja. Was meinen Sie, Grible? Na, ich mein gar nix. Ich kehr mal Straße und denk mir mal so. Ja. Ah, Herr Nachbar, grüß Gott. Grüß Gott. Was geht denn noch? Die Rosen hätte da. Die Rose ist das Geschenk des Kavaliers an seine Dame. Ja, Rosen wären schon recht, aber ob gerade die da, ich weiß nicht. Okay, schauen Sie doch diese Farbenpracht an. Die reinste Koloratur. Ja, oder gefallen Sie ihnen nicht? Wenn Sie mich schon so direkt fragen, na, ganz frisch, sind die doch nimmer, hm? Was sind die nicht? Ja, sind denn sie blind? Da hängt ja noch der Tau dran. Tau? So, na, der sieht mehr wie Brunnenwasser aus. Heute in der Früh hat's mein Sohn abgeschnitten. Und was mein Schorsch bringt, das ist erstklassig. Da kenn ich's den schlecht, mein lieber Herr. Ich kenn ihn überhaupt nicht, meine liebe Dame. Also, was ringt sich denn so auf? 35 Jahre stehe ich jetzt auf dem Platz und hab noch keinen Menschen was Minderwertiges verkauft. Also, was ist jetzt? Ein Zehnerlstück, ja oder nein? Ja, ja. Geben's mir halt 3. Hä? Na gut, geben's mir 5, aber einwickeln, gell? Ja, wei. 3, 4, 5. Was haben Sie? Reinstes Seidenpapier. Mit dem Papier können Sie einer Baronin kommen. Die hebt sich auch noch auf. Ja, so. So, ein 50er. Ein 50er. Danke sehr. Bitte sehr. Guten Morgen. Habe ich dir, Herr Nachbar. Habe ich dir. Hat er schon sowas gesehen, hä? Meine Rosen waren eben nicht frisch genug. Je weniger das Anlegen, desto anspruchsvoller sind's. Ja, da haben sie recht. Irgendeine ist schon. Ja, dass ihr Schorschi noch nicht da ist. Man wird heute im Garten noch nicht fertig sein. Wie man nur so stierig arbeiten kann. Ja. So was macht mich krank. Bloß immer der Garten, Radi, Blumen. Ja, und was ist mit Seelischen, ha? 28 Jahre. Kein Mädel, keine Verlobigung. Ja, wird schon noch kommen. Ja, hoffentlich bald. Sonst wird er ein alter Junggesell. Und die Familie Graf stirbt aus. Aber für das hat er nichts übrig, hä? Das Weibliche? Fürs Ewige, ja. Wissen Sie, Herr Grible, nichts gewiss weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, der hat vor ein paar Jahren mit dem Mädel einmal eine rechte Enttäuschung erlebt. Und seitdem schaut der keine mehr rum. Da ist er direkt zynisch. Ja, da müssen Sie ihm halt drüber weghelfen. Okay, mach ich doch. Ich hab doch ein Mutterherz. Du hast schon immer ein bisschen spekulieren nach einer, die für meinen Schorsch in Frage käme. Also ich spekuliere jetzt auf ein Quartel Bier. Ja? Sind Sie fertig mit Ihrem Drehrevier? Nein, noch nicht ganz. Aber ich komm ja wieder. Wo immer der viele Schmutz herkommt. Ich bin froh, dass er da ist. Der ist ja die Grundlage von meiner Existenz. Ja. Habe die Ehre. Habe die Ehre, Grüße. Oh mein, wenn so einer mit 60 bloß zum Straßenkehrer gebracht hat und dann noch zufrieden ist mit seinem Leben. Das ist ein Gemütsmensch. So. Guten Morgen, Frau Graf. Ja, die Rosel, guten Morgen. Hast du meine Brotzeit schon? Ja, freilich. Eine weiß wirst, eine halbe dunkel und 2 Brezen. Oh, ja, sind die Strümmer. Ah! Und heiß. Ja. Die ist ein bisschen später, gell? Mein Vater, der macht jetzt 600 am Tag. Mein Vater ist überhaupt der Richtige. Du erbst doch mal ein Mordsgeschäft. Ja. Oh, wenn du dann nur einen netten Metzger heiratst. Ja, Metzger mag ich keinen. Nein? Nein. Was ist denn mit dem Lenz vom Bogenbrei? Ja, da schön keiner und Metzger. Ah, der. Gut. Und ich hab mir gedacht, ihr zwei werdet einmal ein Paar. Das denkt sie der auch. Warum machst du denn vor mir nimmer? Ach, wenn er so ein Hirsch ist. Gott immer kommandieren und immer alles nach seinem Kopf. Na, ich mag jetzt nimmer. Ach, okay. Seid schon ganz auseinander. Es gibt genügend andere, die wo wenigstens Kavaliere sind. Aber nicht solche Rahmen wie der Lenz. Der hat sich eingeschmeichelt bei dir.
Oder kennt vielleicht schon so einen Kavalier? Hä? No. Ihren Sohn zum Beispiel. Ein Schorschi. Mei, der weiß, was sich einer Dame gegenüber kehrt. So, so. Ja, sehr interessant. Sag mir, Rudel, seit wann kennst du meinen Schorschi so gut? Gar nicht. Ich denk mir's halt. Ja, um Gottes Willen, ausgerechnet der Schorschi. Der soll ein Kavalier sein. Ja. Das höre ich zum ersten Mal. Das kann schon sein, aber jedenfalls ist er einer. So. Ja, ja. Der hat nämlich auch Drecker die Hände, wenn er sein kann, damit die Blumentöpfe daherschirmt. Muss auch arbeiten den ganzen Tag. Aber trotzdem ist er gebildet und weiß, was sich kehrt. Ja, weil es nämlich aufs Innere ankommt. Das Innere, das ist einfach beim Schorschi ganz anders. Als wir beim Lenz. Seit wann kennst du das Innere von meinem Schorschi so gut? Ich kenn's ja nicht. Ich hab noch gar nicht so oft mit dem geredet. Er hat zwar gesagt, dass er mit mir mal ins Gärtnertheater geht. Ja, aber er geht ja nicht. Ins Theater? Du darfst mit ihm gehen? Ja, freilich. Mei, Frau Graf. Und gern. Jetzt sag ich mir, Rosel, hast du mir nicht einmal erzählt, du magst dir nichts aus dem Theater? Ja, mit dem Lenz. Ach so. Da mag ich freilich nicht. Außerdem geht der gar kein richtiges Theater. Der geht bloß zu den Komikern. Mhm. Aber beim Schorschi, da ist das ganz was anderes. Der ist halt auch im Theater ein gebildeter Mensch. Das ist doch der Unterschied. Naja, das sind natürlich einschneidende Veränderungen. Aber Kosugach darf das auch nicht aufbacken. Ja, der Lenz ist doch auch ein netter Mensch und gern hat er das sicher auch. Ja, was wird denn dein Vater sagen, wenn du den Lenz auf einmal nicht mehr magst? Das ist mir ganz wurscht, was der sagt. Mein Vater muss ja den Lenz nicht heiraten. Heiraten muss ihn doch ich. Ja, schon, aber was soll denn dein Vater mit dem schönen Geschäft machen? Mhm. Wer macht ihm die Wurst, wenn er mal privatisiert? Rosel, er braucht so einen Metzger in der Familie. Na ja, aber ich heirate doch nicht wegen die Wurst vom Vater. Nein, nein, ich heirate wegen mir. Nein, nein, Rosel, also, das sollst du schon noch mal überlegen. Hast doch Zeit, bist du noch jung. Ja, eben drum. Wenn ich mal alt bin, ist mir das ganz wurscht, was ich für einen kriege. Frau Graf, bitte schön, sagen Sie heute mal zum Schorschi, warum er nicht mit mir ins Theater geht. Hä? Na, wenn er mir's versprochen hat, dann müsst ihr das doch auch halten. Oder nicht? Ja. Halten müsst ihr das freilich. Na, aber ich misch mich da nicht rein. Da hat er nämlich erst recht bockig werden. Na, wenn schon, dann sag's ihm doch du's rein. Ja, aber wo denn, wenn ihn doch fast nie sieh? Ja, meine Mutter hat einmal rüberlaufen, wenn er da ist. Ich mein, wenn's ihm schon unbedingt nachlaufen willst. Ja, warum? Ich laufe ihm doch nicht nach. Nein, nein, das ist nicht nachgelaufen, wenn er mir's versprochen hat. Ich frag ihn doch bloß. Ach, vielleicht geht er doch einmal mit mir. Ihr seid doch alle gleich. Je mehr ich einer ausmüht, desto mehr rennt sie ihm noch. So, was jetzt ein Krieger? Danke dir schön. Ja. Was war jetzt das? Das ist der Lenz. Also, da hören sie es. Der meint mich. Ach, so. Einer Dame pfeift der durch die Finger. Aber ich mag nicht. Jetzt grad mit Fleiß nicht. Für Kopf an. Sie? Warum müssen Sie nicht da bleiben? Vielleicht hat's keine Zeit. Ich hab ja doch Pfiffer. Vielleicht geht's nicht auf den Pfiff. Sie, Frau Graf, das wissen Sie doch hoffentlich, gell? Von wegen der Rosel und Ihnen, Ihrem Herrn Sohn, dass Sie sich da ja nicht sehen wollten, gell? Lassen Sie gefälligst mich aus dem Spiel. Hä? Wenn einer die Rosel davor lässt, dann sind Sie allein selber schuld. Was? Jawohl. Das Mensch, da sollen Sie kommen. Da sind scharf drauf, die jungen Mädel. Hä? Aha. Grüß dich, Mama. Ja, Schorschi, grüß dich, Gott. Bist du jetzt endlich da? Na, endlich ist gut.
Radi habe ich da mitgebracht. Mit so zarten Schwänzerl. Und Geranien. Das andere Zeug steht schon am Stand. Brauch schon, Chef. Ja, was ist denn das für ein Arbeiterdenkmal? Wenn sie nichts kaufen, dann helfen sie mir, gell? Oder schwingen sie einen. Hä? Da hören sie nicht. Kaufen, helfen oder abhauen? Oder mögen sie vielleicht nicht, dann brauchen sie es nur sagen. Ja, du, und wie ich es dir sag. Und wie ich dir helfe. Dir helfe ich so nicht schon, dass der kein Hinrauch mehr wehtut. Suppengründäntler. Was hat denn der? Eifersüchtig ist er, wegen der Rosel. Was für ein Rosel? Die Tochter vom Metzgermeister Schimmelbeck. Ja, die mir jeden Vormittag mein Brotzeit bringt. Ach so, ja. Das Moller, die Trutscherl. Ja, Dreile, jetzt war's auf einmal ein Moller zu Trutscherl, ne? Zuerst alles Mögliche versprechen, ins Theater einladen und nichts halten. Das mag ich. Sag mir, was hast du überhaupt für einen Begriff von den Frauen? Keinen. Ich brauch keine Frau. Schau, Chef, gesetzten Fall, ich bin einmal nimmer. Was magst du denn? Ah, du hältst dich noch lang. Was bist du überhaupt für ein Mannsbild? Andere Burschen sind hinter dir Rick her wie der Teufel hinter der armen Seele und du. Ich bin halt noch nicht ganz verblödet, ne? Jetzt lass mir mal Ruhe, bitteschön. Mach, was du magst, ich sag nichts mehr. Ich hol jetzt ein Wasser. Ja, was ist mit meinem Regal drin? Du wolltest mir doch zusammenschreiben. Mach ich. Aber du musst halten. Ja, ich bleib wieder. Vorsicht! Ja, Obacht, gib! Ja, Herrschaft, Zeit. Ja, dann gebt doch Sie, Obacht. Ja, ich hab doch Kleid, wenn Sie nicht hören. Außerdem hab ich ja mein Radl schon. Ja, und andere Leute über den Haufen schieben, gell? Das mach ich. Ja. So was Dummes. Fällt mir der glatt über mein Radl drüber. oh mei, diese Matzbüder. Meinen Sie nie? Na, ganz allgemein. So, so. Oha, der ist ja freundlich. Ah, hallo Sie, was wollen Sie denn mit dem Radl? Ja, da stehen lassen, bis ich wiederkomme. Nein, nein, das geht nicht. Sie, der Zugang muss frei bleiben. Was denn für ein Zugang? Ja, von der hinterher. Gleich können nicht zuerst über Ihr Radl steigen, wenn Sie bei uns was kaufen wollen. Sieh, jetzt machen Sie mal einen Punkt, gell? So viel Leute kaufen bei einer doch das ganze Jahr nicht ein, was da auf einmal durchkennen. Deren Sie nicht lang reden, das Radl muss weg. Wissen Sie was? Ich mag nicht. Oder sehen Sie hier vielleicht irgendwo ein Schild, dass das Abstellen von Fahrrädern verboten ist, ha? Das verbiete ich Ihnen hiermit mündlich. So. Weil mir nämlich der Stand da gehört. So, der gehört Ihnen. Ja. Aber die Laterne da nicht, gell? Und das Pflaster auch nicht, oder? Und darum bleibt das Radl da und wenn Sie sich auf den Kopf stellen und mit die Füße strampeln. Ja, Sie, jetzt haben Sie es aber genau beieinander, gell? Jetzt schauen Sie aber, dass Sie in Schwung kommen. Was tanzt denn, wenn ich nicht mag? Ja, dann. Ach, haben Sie vielleicht Angst, ich tu Ihnen was? Ja, ich... Sie... So ein Spinner da Uhu. Wenn ich wieder rauskomme und das Radl ist immer noch da, dann passiert aber was. Das sag ich Ihnen. Sie. Haben Sie ein Glück, dass mir jetzt nichts einfällt. Ui, ich war schon Viertel. Hallo, Bertel, halt, Bertel. Ja, Teres, da bist du. Ja, wo ist denn die Mama? Ja, weiß ich nicht. Wir haben uns verloren. Zuerst haben wir eine Viertelstunde auf Sie in der Heiliggeistkirche gewartet. Wo waren Sie denn? Noch mein Radl hat einen Defekt gehabt. Ach so. Jetzt ist es nah. Das muss ich überhaupt noch umstellen. Warum das? Ach, deswegen so einem gespinnerten Uhu. Sag einmal, Teres, jetzt wartet die Mama nicht mehr drüben an der Heiliggeistkirche. Ah, woher? Na ja, dann kaufe ich mir mein Kleidl halt allein. Na, red nur wenigstens niemand rein. Du, oder gleich erst am Nachmittag. Nachmittag geht nicht, da kommt doch der Graf. Ach, Jesus, ja. Wieso kommt ausgerechnet zum Geburtstag ein Graf zu einer? Nicht zu mir. Das ist ein Bekannter von der verstorbenen Tante. Und der hat jetzt geschrieben, dass er heute Nachmittag die Mama besuchen möchte. Ein Graf? Bertel, das hat eine Vorbedeutung. Ausgerechnet zum 21. Geburtstag. Ein Graf. Ob er jung ist und schön und reich.
Und edel hast du noch vergessen. Geht der jetzt? Meinst du im Ernst, ich möchte mir den Grafen danken? Ja. Der kann doch von mir aus ausschauen wie im Schichtel sein Affe am Oktoberfest. Also, Sie haben keinen Sinn für das Höhere. Was ist? Ging es mit mir die Gnädige suchen? Auf keinen Fall. Das ist doch eine einmalige Gelegenheit zum Alleineinkaufen. Servus, Teres. Juhu! Ja, wo kannst du nur sein, die Frau Schrumm? Ah, vielleicht ist es am Bauernmarkt. Frau Schrumm! Frau... Hoppala! Na, passiert's denn so? Ja. Frau Schrumm! Frau Schrumm! Ja, was ist denn das? Hat sie es jetzt doch weggestellt, ihr Radl? Hätt's eigentlich nicht braucht. Bisschen geschert, war ich schon. Naja. So, Schirschi, jetzt hab ich ein bisschen geratscht, entschuldige. Was machst du mit dem Damenfahrrad da? Ah, nix da hergestellt hab ich's. Warum? Weil es da drüben bloß im Weg umgeht. Da drüben? Ja, und deswegen stellst du es jetzt da her? Ja, wie sollen denn da die Leute durchkennen? Na geh, so viel Leute kaufen doch bei uns das ganze Jahr nicht ein, was da auf einmal durch können. Nix da, das Radl muss jetzt weg. Jetzt hilf mir beim Regal und riech nicht mehr lang. Ich muss doch weiter. Was hast du denn eigentlich? Nicht so viel Zeit wie du jetzt, komm. All die Ratschen. Teres, was musst man denn auf einmal davonrennen? Zuerst kommt die Bertel nicht und dann verschwindst du. Frau Schrumm, Sie sind doch verschwunden. Ich hab einen überall gesucht. Na, zu den Gänse bin ich übergegangen. Da hättest du mich doch sehen können. Am Mai, da waren er so viel, da hab ich ihn nicht mehr rausgekommen. Aus die Gänse! Nein, aus die Leute. Ha, so eine Transpiration. Ja, ich schwitze auch wie eine Sau. Ja. So, und jetzt hat die Bertel immer noch kein Kleid. Doch, die ist mir doch gerade über den Weg gelaufen und hat gesagt, sie kauft sich ein Kleidl allein. Na, das kann was werden. Na, alles muss ich machen. Und der Herr Gemahl und das Fräulein Töchterl, die schwirren irgendwo rum. Was fehlt uns denn noch? Nix. Also gut, dann fahren wir jetzt. Herrschaft, natürlich. Die Blumen für die Bertel zum Geburtstag. Ja, Blumen. Hallo, Bedienung. Ja. Hallo. Ja, ich komme schon. Schauen Sie Ihnen nur was an. Was nehmen wir denn? Vielleicht Rosen. Ach, die sind schick. So, Frau, was darfst du denn sein? Rosen oder für wen ist denn gedacht? Für meine Töchter. Ja, dann kommt ja nur die langstielige Rose in Frage. Die Rose ist das Geschenk der Mutter an ihre Tochter. Wunderbar, gell? Nur ein Zehnerl pro Stück. Ja, da gefallen sie ihnen nicht. Ja, nur ein bisschen klein sind's. Na, Herrschaft, Zeiten wollten die Rosen klein. Es ist überhaupt die größte Zucht, wenn sie davon was verstehen. Glaub's zwar nicht. Rose Centifolia. Na, die lateinischen Sprich sind halt Bauernrosen. Was sind das? Bauernrosen? Ja? Ja, keine Chance, dass sie einen schwingen. Sie halt die Suppen hin. Was haben Sie gesagt? Suppen? Hina! Von mir kriegen Sie überhaupt nichts. Lieber schmeiße ich meine Rosen weg, bevor ich sie einer verkaufe. Sie, das darf es fein nicht. Das ist Verweigerung. Was darf ich nicht? Das darf, wenn man noch gar sagen, was ich nicht darf, gell? Zum Teufel hauen tue ich euch. Ja, was nehme ich denn nur gerade? Ja, was nehme ich? Die Blumen spritzen? Sie, wenn Sie uns anrühren. So, ich rühre ihn nicht an. Ich spritze ihn nicht. Keine Tätlichkeit. Was wollt ihr tun, du Kippel? Jetzt war beinahe ein Unglück passiert. Oh, ist ja bloß ein Wasser. Eben. Und ein Tropfen ist mir noch ins Mai gekommen. Ja, was haben Sie denn, Frau Graf? Ist einer was gestohlen worden? Ja. Meine Ehre. Meine Blumenehre. Bauernrosen. Sagt so eine Spinatwachtel zu meiner Centifolia. Ja.
Da tät ich mich doch gar nicht aufregen. Na, über sowas wäre ich erhaben. Mengs a Pries. Haben Sie einen gescheiden? Ja, ein Selbrücker mit Brasil gemischt. Ja, probier mal. Was war jetzt das für ein Radau? Ist schon vorbei. Dann komm halt wieder her. Allein kann ich nicht schrauben und halten. Bauer, Rose. Weil ich mit dem immer noch einmal unter den Daumen kommen, dann komm. Ah! Da steht das Adel immer noch da. Ist die noch nicht da gewesen? Wer denn? Die, der das Adel gehört. Keine Ahnung. Hey, Knüppler, was machen wir denn da? Ja, das Radl ist mir im Weg. Nix da, das Radl bleibt da, was das Fräulein hingestellt hat. Aber ich muss da. Sie müssen jetzt nicht ausgerechnet da kehren, ne? Sie haben woanders auch noch was da. Rühren's mir's ja nicht mehr an, verstanden? Ja, nicht. Ja, nicht. Ja. Wenn der Herr Graf meint, dass ich woanders auch noch was zu tun hab, werde ich halt meinen Arbeitsplatz ins Bratwurstherzl verlegen. Komm, Safir. Da geh mal her. Da ist scheint's ein ruhiges Platzl, wo wir ungestört reden können. Ist schon recht, Schrumm. Also, ich bin vollkommen mit den Nerven fertig und meine Alte, die spinnt wieder mal hoch hinaus. Jetzt hab ich mir gedacht, du bist doch in einer Auskunft dein, nicht wahr? Du bist doch auch gerade der richtige Mann für mich. Ich lass mich doch als solider Bürger nicht so mir nichts, dir nichts in eine Hochstapelei, eventuell, verstehst, hineinreißen. Bloß, weil meiner Babette das imponiert, wenn einer ein paar Zacken in der Krone hat, nicht wahr? Verstehst? Ja, Herrschaftszeiten, jetzt red halt du auch einmal was. Hast du mich denn bis daher überhaupt verstanden? Ja, da ist also was mit einem Grafen. Ja, oh, schau her. Den Brief hat er meiner Frau geschrieben. Ja? Büttenpapier und oben eine Krone drauf. Ja, unten kann's nicht gut drauf sein. Ja? Was schreibt er denn? Na ja, dass er die verstorbene Schwester meiner Frau Kind hat und dass na, er lass das... lass sehen. Würde ich mich sehr freuen, auch Sie kennenzulernen und Ihnen morgen Nachmittag... Ja, das ist heut. Ja. Morgen Nachmittag um 3:30 meine Aufwartung machen zu dürfen. Ja? Ergebenst Richard von Pollard. Ja, und oben die Krone. Schau's auf, du hast doch in deiner Auskunft auch öfters mit solchen Sachen zu tun. Ja, glaubst du denn wirklich, dass das ein Graf ist? Ja, warum nicht? Was? Ein echter Graf? Und der kommt zu meiner gewöhnlichen Frau Gemahlin. Ja, was will er denn bei ihr? He? Na, das schreibt er doch. Einen Besuch machen, weil er ihr Schwesterkind hat. So, ihre Schwesterkind hat. Die ist vor 15 Jahren gestorben. Na, und heute macht er einen Besuch. Also, Meier, ich bin in keiner Auskunft da und ich habe mich noch nie mit der kriminellen Dings da befasst. Aber das da, das stinkt. Du, da ist was faul in der Entenbachstraße. Und deine Frau kennt ihn nicht. Aber woher? Nie was davon gehört. Na, und jetzt ist sie natürlich ganz aus dem Häusl. Naja, sie war ja schon immer ein bisschen hoch hinaus. Du, Safir, wenn jetzt das ein Hochstapler ist und sie fällt drauf rein, ja, da muss ich doch eingreifen als Ehevater und Familienstand. Ja. Nein, ich meine, als Ehestand und Familienvorstand. Ah? Herrschaftszeit, ich bin schon ganz durcheinander. Als Ehemann und Familienvorstand, nicht wahr? Ja, ja, jetzt regt ihn noch wieder ab, den Fall untersuchen wir schon. Ich verstehe bloß eins nicht. Ja? Selbst wenn deine Frau, wie du sagst, auf ihn reinfällt, ja, was hat er denn davon? Ja. Ein Kaffee und ein Stück Kuchen heute Nachmittag. Ja, was will er sonst bezwecken? Also, Mensch, Meier, ich muss mich immer mehr über deine Naivität wundern. Was der will? Ein Geld, Werte, rausziehen, was rausgeht. Na, so ein Kerl tischt den Roman auf, dass er ein Geschäft einricht oder dringend auf seine Güter verreisen muss und momentan natürlich die Bank zu hat. Das kennen wir ja, doch. Na, und ich? Ich bin ein vierstöckiger Hausbesitzer. Ja? Ich Hausbesitzer. Gesagt, bei mir ist doch was daheim. Wenn ich bloß an die Pfandbriefe in meinen Schreibtisch denke, nicht? Ja, ja, ja. Was hast denn, Schrumm? Es ist mir erst das ganze Licht aufgegangen. Auf die Bertel hat er's abgesehen. Auf deine Tochter? Ja, natürlich. Die ist heiratsfähig und kriegt eine schöne Mitgift. Ja, und ich könnte nicht einmal eingreifen, wenn ihr der Schlawiner den Kopf vertraut. Also, Xavier, mir wird schwarz vor die Augen. Ich muss mich niedersetzen. Ja, meinst du wirklich? Ein Vaterauge hört scharf. Du, gib noch mal den Brief her.
Ohne Absender. Und auf dem Kuvert war auch keiner drauf. Nichts, gar nichts. Also gut schon, ich untersuche den Fall. Ja? Sofort werden Recherchen eingeleitet, Fremdenpolizei, Fahndungsdienst. Ja, und schau auch ins Verbrecheralbum. Bis um 2 Uhr hast du eine Nachricht von mir. Wenn der wirklich kriminell ist, dann fangen die Polizei schon drunten vor deinem Haus ab. Dafür Sorge. Sophie, ja. Jetzt müssen wir zusammenhalten. Ich gehe mir einer schweren Stunde entgegen. Werd schon werden. Servus, Alter. Ja, vierte. Ich danke dir heute recht schön für alles. Wieso? Du kriegst schon eine Rechnung. Hm? Ja, ja. Ausgerichtet. Was hab ich nie verbrochen, dass das alles an mich zurückkommt? Ausgerichtet heute. Am Geburtstag von Matthias. Das ist so. Segensgott! Gottes Willen, die hat mir jetzt einen Pfennig geschenkt. Die hält mich für einen Bettler. Sauber, sag ich. Ja, den heute. Vielleicht ist es ein Glückspfennig. Ein bisschen Glück könnte ich momentan schon brauchen. Ja, was wolltet ihr eigentlich? Erstes Jahr natürlich. Blumen für die Bertel. Hey, hallo, ja. Bedienung. Sofort, meine Herr, ich komm gleich. Achtung, weil das Brett ist schon schön. Ich muss bedienen. Ja, ja. Ja, Nachbar, grüß Gott. Was geht denn noch? Ja, mei. Nelken, Gladiolen, Tulpen, Geranien. Ist für eine Dame? Ja. Ja. Dann gibt's doch nichts anderes. Da schauen Sie her. Die Rose ist das Geschenk des Kavaliers an seine Dame. Ja, da brauchen Sie mich aber nicht so vertraulich anblinzeln. Meine Tochter hat Geburtstag. Ja, was glauben denn Sie, was ich gedacht hab, gell? Ja. Bei so einem seriösen Herrn kommt doch nur Frau oder Tochter in Frage. Ja. Also, wie gefallen Ihnen die heute? So was Großes und Volles finden Sie nicht leicht. Wunderbar. Sehen Sie seine Kinder. Ja. Aber Sie werden es nicht glauben. Vorhin, da war da so eine geschupfte Hähne da. Ja, die hat gesagt, sie sind ja zu klein. Nein. Zu klein, mag sie sagen. Ein Bauernrosen mag die sagen. Ja, freilich. Zu meiner Zentifolia. Na, also. Weiber gibt's. Das muss eine schöne Kuh gewesen sein. Ja, ja. Da habe ich auch meine Erfahrungen. Ich sage Ihnen, Dummheit ist ein guter Boden. Ja, aber alle sind verheiratet. Lauter ja. Gnädige. Mein Gott, der Mann von so einer, der muss ja vor Schmerz schreien mit so einem Mann. Ja, mei. Es gibt ja genügend solche Trottel. Sie, in Vertrauen. Die meisten merken es gar nicht. Denk, Sie sind ein Mann von Welt, das merkt man halt gleich. Ja? Ja, ja, also, wie viel darf er sein? Ja, vielleicht 5. 5? Für ihr eigenes Kind? Okay, Herr Nachbar. Sie werden einen doch daheim nicht blamieren. Ja, das ist ja gut, nachher sagen wir halt 10. Nein, ja, sag ich ganz was anderes. Wie alt wird Ihr Töchter? 21. Warum? Ja, Herr Nachbar, dann darf er sich doch nicht lumpen lassen. Da kommt doch nur eine Zahl in Frage. Ja? 21 Stück. Kosten 2,10 Mark. Einer tut da nicht weh und daheim sind Sie auf einer Maxi. Aber ich rechne, das stimmt, ha? Recht hab schon. Und Ihr Geschäft verstehen Sie auch. Also, schauen Sie her. So. Da sind einmal 2 Mark. So. Und ein Zehnerl noch. Kriegst du ein Zehnerl. So. Dankeschön. Aber halt, ich komme nicht direkt heim. Ich muss ja noch aufs Finanzamt. Ja, da gehe ich eigentlich nicht gern mit dem Strauß in der Hand. Ne. Nein, Herr Nachbar, das tun Sie nicht. Mit diesen Rosen rutschen Sie sofort in die nächste höhere Steuerklasse. Ja, könnten Sie mir es vielleicht in die Wohnung zustellen? Entenbachstraße 94. Ja, ja, das kann ich schon. Das ja. Macht mein Schorsch. Ja, ich schreibe es gleich auf. Da, da ist noch ein 20er für den Boden. Dankeschön. Also? Schrumm. Schrumm. Entenbachstraße 94. Entenbachstraße 94. Zweiter Stock links. Zweiter Stock links. Ja, es ist nicht zum Verfehlen. Das Haus gehört mir. Sehen Sie, ich hab's direkt gespürt. Ja, Herr Nachbar, da hätte ich Ihnen ja 121 Rosen verkaufen sollen. Sie waren gut. Sie gefallen mir. Also für Gott. Ja, und
Schicken Sie es bald. Ja, ja, gleich nach dem Essen. Hab mit Ihre, Herr Nachbar, mit Ihre. Ja, die haben jetzt direkt ein bisschen aufgemuntert. Eine nette Frau, wirklich. Sie, Frau Graf? Ja, die Rosel, du bist schon wieder da. Was ist denn? Ist er jetzt da? Der Schorschi? Der Schorschi? Ja. Ja, warum? Ach, ich möchte was fragen. So, ja, dann sitzt du da mal hin. Ja. Und wartest ein bisschen. Mhm. Schorschi? Ja, was ist denn? Dann kommen wir mal raus. Eine Dame möchte ich sprechen. Was? Wer? Ich meine, wo ist denn? Da. Also, Sie sind's, was wollen Sie denn? Ja, reden möchte mit dir. Du sagst ihm nur mal richtig, damit er so mal weiß, der Sprichmacher, der. Ja. Und ich lass euch jetzt allein. Was meinen Sie damit, Sprichmacher? Ach, nix, bloß. Bloß weil Sie gesagt haben, Sie gehen einmal mit mir ins Theater. Ja, und seither, ich mein. So, hab ich das. Ja? Ja, mei. Zu sowas muss ich natürlich zuerst Zeit haben, gell? Mhm. Jetzt hab ich zum Beispiel keine. Naja, aber heute ist doch Mittwoch und da haben Sie am Nachmittag frei, oder? Ja, aber nicht jedes Mal. Ach, schauen Sie, wenn Sie gar nicht ins Theater möchten. Da hätte ich nämlich was anderes. Eine Ehrenkarten zum 5 Uhr Tee in Kristallpalast. Wissen Sie, da ist nämlich heute Eröffnung. Wie kommen Sie zu der? Na ja, da liefern mir das Fleisch hin. Ach so, drum. Mhm, ja. Ja, es geht leider auch nicht. Ich hab noch alle ans Tor und überhaupt hätte ich nichts zum Anziehen. Okay, was haben Sie denn neulich auf der Hochzeitsfeier beim Burgerbräu angehabt? Hm? Das war mein Smoking. Mhm. Habe ich von einem Onkel geerbt. Ist halt schon recht altmodisch, ne? Nein. Mei, prima haben's ausgeschaut. Ganz gut. Den ziehen sie an. Zum 5 Uhr Tee? Ja. Geh, da lachen doch die Kühe. Ja, und wie gesagt, Zeit habe ich sowieso keine und jetzt muss ich wieder weiterarbeiten. Für Tänne. Was? Jetzt lassen Sie mich einfach da stehen und rennen weg. Ja, Herrschaft Zeppi, ich muss ja. Das Regal schraubt sich nicht von selber zusammen. Also gut, dann gehen wir's halt. Ja? Ja, gehen wir's nur zu. Ach, Sie sind schon ein richtiger Buffet. Oh, was bin ich? Ja, ein Buffet sind Sie. Oh, das ist bei einer Unverschämtheit. Was ist denn? Da drüben, da steht eine und die hört das alles. Lassen Sie sich nur nicht stören. Sagen Sie es ihm nur, dem Buffet. Der ist nämlich zu allen Damen so geschert. Ah, 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 ah. Ja, wer hat dich denn wieder da hergestellt, mein liebes Radl? Was schaust du mir so? Das weißt doch ich nicht. Nicht? Okay. Ja, sag einmal, Rosal, wie war jetzt das mit dem Pfeifoklock? Hä? Sie kennen sie die? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Irgend so ein freches Luder. Was bin ich, ein freches Luder? Mischen Sie sich nicht in meine Sachen, da brauchen Sie sich auch nichts sagen lassen. Gellens? Oh, mein Fräulein, da haben Sie sich ja den richtigen Kavalier rausgesucht. Da wäre ja quasi kundentraurig, wenn der nicht mir kehrt. Keine Angst, meine Dame, in die Lage wären Sie nicht kommen. Also, Rosal, wo ist die Karte? Da. Beginn 4 Uhr. Ist ein komischer 5 Uhr Tee. Ja. Also, gut, dann hole ich einen am halben 4 Jahr. Ja, wollen Sie jetzt wirklich mitgehen? Selbstverständlich. Im Smoking. Für was hätte ich ihn denn? Mei, fundig. Ui, dann mache ich mich nämlich auch recht schön. Ja, das kann nix schon. Also dann, bis heute Nachmittag. Rosal? Ja, für Gott, der weiß schon schön. Für Gott. So, jetzt haben Sie es gesehen. So behandle ich eine Dame. Was sagen Sie jetzt? Viel Vergnügen. Sie damischer Teufel. Hallo, Sie, Fräulein. Ich möchte Ihnen doch noch was sagen. Fahren wir die davor? Tatsächlich ist schon ums Eck. Ich habe keine Ahnung, wer es heißt und wo es wohnt. Ich glaube, ich bin wirklich ein damischer Teufel.
So, Schusch, jetzt brauche ich nicht mehr das Regal ist beieinander. Hast du jetzt sowas schon gesehen? Fahrt mir die davon. Und ich stehe jetzt da mit der Einladung zum 5-Uhr-Tee. Zum 5-Uhr-Tee nächst? Mit der Rosel? Davon möchten kann überhaupt keine Rede sein. Hab's ja bloß versprochen, damit der anderen recht stinkt. Aber ich mag nicht und ich geh nicht. Moment, Birschel, Moment. Du hast der Rosel heute wieder das Ausgehen versprochen. Und jetzt möchtest du es wieder sitzen lassen. Jetzt sag ich dir mal was. Du gehst mit ihr, ob's dich freut oder nicht freut. Versprochen ist versprochen. Sonst wisch halt der Rolle. Als wenn's 20 Jahre jünger warst. Verstanden, mein Sohn? Du redst ja deutlich nur. Und vorher drückst du den Transfer. Ja. Die Adresse steht auf dem Zettel drum. Da! Schrumm, Entenbaustraße 94, zweiter Stock, links. Ja. Hey. Pfeift hier wer? Nein. Das ist der Lenz mit seiner Kennmelodie. Ist jetzt schon wieder nicht da. Drosel, die ist schon wieder weg. Vor Erna laufen sie auch davor, wenn ihr Mädel war. Sie Bierfassel-Athlet. Habe die Ehre. Brrr, stimm an dich. Und jetzt pass mal auf, du blähm ich schon gleich. Erstens gehört die Rosel zu mir. Und wenn ich dich zweitens noch einmal in ihrer Nähe erwisch, dann schnupfe ich dich auf, dann hängst du mir quer vor der Nase. Verstanden? Jetzt pass noch mal sie auf. Erstens verwechseln sie mich scheins mit irgendeinem Sautreiber. Hä? Oder haben wir schon mal miteinander geschossen? Was? Zweitens interessiert mich Ihre Rosel ganz wenig. Und wenn sie sich vielleicht für mich interessiert, dann müssen Sie das mit ihr ausmachen, nicht mit mir, verstanden? Passen Sie besser auf die Strutscherl, dass man nicht allebei nachläuft. So, jetzt wissen Sie Bescheid. Ja. Mach's mei zur Lenz, sonst zirkt's. Für die Mutter. Ja, Toferi. Ist dies ein frecher Hund? Ist dies wirklich ein Sohn? Ja, warum? Sein Meinung kommt das glatt der Presse. Ja, Frau Graf. Ja, was freut denn er denn so? Ach's Leben, Herr Griebl, das Leben. Mögen Sie Rosen? Ja, mögen schon. Aber zahlen kann ich halt nicht. Die Rose, das Geschenk der Marktfrau, an ihren Trottoir polieren. Ja, da stell die Torten rein. Ist sonst alles fertig? Ja, bloß Zigarren hat mir der Herr Schrumm noch keine gegeben. Wo ist er denn überhaupt? Weiß ich nicht. Zuerst war er im Wohnzimmer, da hat er zum Fenster rausgeschaut. Dann war er im Schlafzimmer, da hat er auch zum Fenster rausgeschaut. Dann war er im Bad, da hat er... Zum Fenster rausgeschaut? Nein, das Bad geht ja zum Hof. Da hat er sich die Hände gewaschen, weil er von den Fensterbrettel so dreckert worden ist. Das ist ein Mensch. Ja, vielleicht ist er... Nein, da ist er auch nicht. Ja, und jetzt? Jetzt ist er, glaube ich, fort. Fort? Der kann doch nicht einfach fortrennen, wenn in einer halben Stunde der Graf kommt. Ja. Und wo ist die Bertel? In ihrem Zimmer. Bertel? Bertel, jetzt wird's aber Zeit. Ja, wie schaust denn du aus? Willst du in dem Verzug einen Grafen empfangen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie mir dein Graf zum Hals raushängt. Was heißt denn da mein Graf? Zu uns kommt er. Du tust ja gerade, dass du jetzt nicht zur Familie gehören. Jedenfalls ziehe ich mir nicht wegen jedem dahergelaufenen Besuch meinen Sonntagsstart an. Hergelaufen? Ja, gibt's jetzt sowas auch? Ein Graf und hergelaufen. Bertel, ich sag, das treibt mich nicht zur Verzweiflung. Du ziehst jetzt sofort das neue Kleid an und benimmst dich nicht gegenüber dem Grafen, verstanden? Ja, meinst denn du, ich arrangiere alles und du stehst rum und machst ein Gesicht? Mach überhaupt kein Gesicht. Seit du heute früh in der Stadt warst, ist irgendwas los mit dir. Du warst doch zuerst nicht so. Heute früh hast du nur gelacht, hast du das Kleid gekauft. Ja, was ist denn jetzt einfach mal los mit dir? Was soll denn los sein? Nix ist los. Ja, aber Bertel, du bist jetzt lass mir doch endlich einmal meine Ruhe. Ich mag nichts wissen von einem Grafen oder von einem anderen auch nicht.
Die sollen mich doch alle gern haben, die ganzen Mannsbrüder. Ach, da schau her. Ah, jetzt kommst du ja langsam raus mit den wahren Tönen. Was meinst denn du mit dem Mannsbrüder? Ist da vielleicht ein anderer im Spiel? Ein anderer? Ich will von einem anderen auch nichts. Machst vielleicht die Ärger mich über so einen? Ich ärger mich überhaupt nicht. Jetzt geht's mir alle gerne ab. Was hat denn die? Hat's was? Was hat's denn? Na, für mich hat die einen anderen im Kopf. Drum spinnt's auch einmal. Therese, schau du, dass du mein Mann findest. Ich muss mich drum kümmern, dass sich das Freien Tochter umzieht. Nein, ist das ein Durcheinander. Ja, wenn ich nur wüsste, wo der Herr Schrumm ist. Ach, da sind's ja. Wenn man von der Sonne spricht, sind wir. Ich will wer da will? Nein. Was? Hat niemand nach mir gefragt? Soll jemand gefragt haben? Ja, natürlich, ein gewisser Herr Meier. Meier? Ja. Den Namen habe ich schon einmal gehört. Ja. Aber heute noch nicht. Herrschaftszeiten. Herrschaftszeiten, du lass mich hängen, der Meier. Heute noch nicht. Was weißt du, das hat's gleich? Ich glaube schon. Das ist er, hoffentlich. Kommt her, es verschwindet. Fort mit dir. Nein, was tut er denn im Wohnzimmer? Das ist doch mir wurscht, schau, dass du nicht kommst. Ich komme ja schon. Da bist du ja, Gott sei Dank. Wo sind denn deine Weiber? Psst! Alle da! Ja, natürlich. Warum? Weil die nicht wissen brauchen, was ich dir jetzt sag. Die Daten überschnappen. Ja? Weißt du, wer das wahrscheinlich ist, dein Herr Graf? Ja? Ein Hochstapler, ein ganz ein Raffinierter. Siehst du das? Ich hab's ja gewusst. Hochstapelei, Heiratsschwindel, Erpressung. Na. Seit 3 Jahren wird er gesucht. Vor 5 Monaten hätten sie noch um ein Haar erwischt. Was tut er? Na, was? Schießt auf einen Schutzmann. Haarscharf am Lüngerl vorbei. Und weg war er. Der Schutzmann? Na, der Graf. So ist er. Du, und der kriegt bei uns einen Torten, wo draufsteht, herzlich willkommen. Brauchst keine Angst haben, es ist für alles vorgesorgt. Wenn er wirklich der Betreffende ist. Ja, weiß man denn das noch nicht? Es ist alles überprüft, jetzt laufen weitere Recherchen. Ja? Und jetzt pass auf. Jetzt ist 3 Uhr. Ja? Ab 3:15 stehen ja drunten vor deinem Haus 6 Kriminaler. 6? Sobald er das Haus betritt, wird er gestellt. Ja. Und gleich mitgenommen. Kaff's Radi. Nicht, dass du sie wieder freischießt. Der kommt nicht mehr aus. Schrumm, bis bei dir das Kaffeewasser kocht, sitzt der in Stadelheim. Sechster, und auf den werden wir ja alle reinfallen. Du, der hätt's doch auf unser Bärtl abgesehen gehabt. Aha, das glaubst. Da ist ein Tiritari, hat er sich gesagt. Und ein Elternpaar, das war aufs Hirn gefallen ist. Hä? Der hätte euch vielleicht anzapft. Ui. Drin bleibst. Geh schau nicht so sparsam. Ah. Du, jetzt mach ich dir einen Vorschlag. Ja? Du hast eine halbe Stunde Zeit, was sollst denn da rumstehen? Begleitst mich ins Weinstüberl vis-à-vis und da genehmigst du dir zu deiner Nervenberuhigung ein Schöpperl. Und aus dem Fenster beobachten wir, ob die Kriminaler aufmarschieren. War das nix? Ja, das war schon was. Also für mein zerrüttetes Nervenkostüm könnte ich schon ein Tröpfel Roden brauchen. Na also, nimm dein Hut, komm, drüben reden wir weiter. Hier ist das, meine Frau. Saus! Ja. Wenn die mich da sieht, lasst mich nicht mehr von. Therese! Ja, Frau Schrumm. Ja, komm. Hol mal das neue Kleidl von der Bertel und trag sie ins Bad raus. Ja, warum hat sie sich jetzt anders besonnen? Hab ich ja gar nicht lang gefragt. Hast du den Herrn gefunden? Warst du drunten? Ja, drunten war ich nicht. Aber er war herum. Na, Gott sei Dank. Und wo ist er jetzt? Jetzt ist er wieder drunten. Nein, 20 Minuten bevor der Graf kommt, lassen mich der Mensch allein. Ja, so ihn drunten suchen. Nix da, dass du auch noch fehlst. Du tragst jetzt der Bertel das Kleidl ins Bad. Ich schau mal beim Wohnzimmerfenster runter. Was willst du in meinem Zimmer? Ja, ihr Kleid holen und ihn ins Bad bringen. Ich brauch kein Kleid und ich bin nicht im Bad. Aber die Frau Schrumm hat gerade gesagt, ich dass sie. Ich kann sagen, was sie will, und ich tu, was ich will. Man, sie lass mich wegen dem Grafen herrichten, wie so ein Pfingstochs. Okay. So, und jetzt sperr ich mich in mein Zimmer ein und keine 10 rausbringen mich mehr raus. Wusch. Ja, ist das ein narrischer Tag. Ja, die sperrt sie wirklich in ihr Zimmer ein. Frau Schrumm! Ja, das ist sie. Hat's Kleid? Ja! Meine Zeit ist der Graf schon ist. Um Himmels Willen. Und ich noch nicht fertig. Therese, mach du auf, lass ihn rein, ich komm. Na, Frau Schrumm, Sie können mich doch nicht allein lassen. Ich hab noch nie einen Graf. Aufmach, sag ich! Alle guten Geister, in Gottes Namen.
Grüß Gott. Ah, hoppala, hoppala. Da wohnt doch schon, gell? Jawohl, sehr richtig. Bitte einzutreten. Willkommen, Herr Graf. Kennen Sie mich? Nein, aber wir erwarten Ihnen doch. Ach so, ja, natürlich. Also da sind die Rosen. Ja, die Frau Schrumm wird gleich da sein. Bitte näher zu treten. Ja, halt mal, Sie, was wollen Sie denn? Ich bring doch bloß die Blumen. Aber Herr Graf, es ist doch schon alles gericht. Gleich gibt's einen wunderbaren Kaffee. Was, ein Kaffee? Ja, sofort ist die Frau Schrumm da. Sofort! Jetzt wird's hin, her, wir fahren. Hallo, Sie, Frau. Ach, Herr Graf. Na, das ist ja wunderbar. Willkommen in meinem Hause. Willkommen. Ja, Sie entschuldigen's schon, aber. Keine Entschuldigung, Herr Graf. Das macht gar nichts, dass Sie ein bisschen früher kommen. Kommen. Oh, die wunderbaren Rosen. Der ist eine Vase. Eine Vasen! Ha? Vase! Vase! Ja, eine Vase! Also noch nie habe ich so schöne Rosen gesehen. So groß und so voll. Ja. Wo haben Sie denn die her, Herr Graf? Aus unserem Garten heute. Nein, aus dem eigenen Garten. Na, so was Entzückendes. Ach, da züchtigen Sie Ihre Rosen selber. Ja, also Herr Graf, da ginge es ins Wohnzimmer, bitte sehr. Halt mal, Sie, was wollen Sie denn eigentlich? Ich will nicht da bleiben. Aber Herr Graf, na, Sie werden Ihnen doch nicht ziehen. Ach, geh jetzt, deren's doch ganz wieder heim. Ich meine, fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Mein Mann und meine Tochter freuen sich auch schon sehr auf Ihnen. Was, auf mich? Ja. Ja, es tut mir leid, gell, aber ich hab nämlich keine Zeit. Zum 5 Uhr Glock muss ich. Jetzt ist 3:15 und um 3:30 habe ich eine Verabredung. Ach, das ist aber schon. Ja. Ach, Herr Graf, dann bleiben's doch wenigstens das Viertelstündel. Dass wir ein bisschen plaudern. Natürlich war er schade um die schöne Torten und um einen Kaffee. Ich hol ihn sofort. Bitte schön, Herr Graf, bloß ein Viertelstündel. Ja, aber wenn ich Ihnen doch sage. Nein, das dürfen Sie nicht. Ist die Bertel angezogen? Nein, ich glaube noch nicht. Was nicht? Das ist die Katastrophe. Der Graf will wieder fort. Was? Der hat eine Verabredung. Wahrscheinlich mit einer anderen. Und die Bertel hockt da drin. Au! Ja, die hat ja zugesperrt. Ja, und keine 10 Pferd bringen es mir raus, hat's gesagt. Bertel? Hat man je sowas gesehen? Die gibt keine Antwort. Ja. Yes, das ist mein Kaffeewasser. Jerry, hol die Bertel raus, red dir gut ja, zu. Die geht ja oder nicht. Schlag die dir ein, aber raus muss. Ich gieße dabei einen Kaffee auf. Ja. Herr Bertel! Herr Bertel! Gebütchen, komm uns doch raus! Ich war nicht. Herr Bertel, der ist doch so nett. Sieh, und der redet genau wie mir. Der hat gar nichts Grafisches. Geh, ein ganz kleines bisschen sollten Sie nur schauen. Durch Schlüsselloch, dass Sie ihn wenigstens sehen. Mei, großartig schaut der für aus. Und stellen Sie sich vor, einen Smoking hat er auch. Was? Ein Smoking? Jetzt am helllichten Tag? Ja, ja. Der weiß schon, was sie gehört. Das ist halt dem sein Etikett. Ging es her? Im Fauteuil sitzt er. Wer soll das sein? Ja, der Graf. Wer denn sonst? Der Graf? Ja. Hat er das selber gesagt? Ja, natürlich. Das heißt, gesagt hat er es direkt nicht. Aber er lässt sich ja so anreden. Warum soll es nicht sein?
der ist so wenig ein Graf, wie ich eine Gräfin bin. Was? Aber warum ist der da? Teres, ich zieh mich um. Kein Graf? Ja, Herrschaft. Eha. Was machen Sie da drum? Ich suche einen Herrn Schrumm. Wohnt der Parterre? Sie muss einer sagen, dass ich wirklich nicht mehr länger warten kann. Ja. Ja. Na, Frau Schrumm! Frau Schrumm! Was ist denn? Der Graf will weg. Geh in die Küche, der Kaffee ist gleich durch. Ja. Jetzt ist es soweit, Herr Graf, sofort. Ich muss wirklich weg, es ist ja schon gleich 3:30. Herr Graf, die paar Minuten. Meine Töchter müssen es unbedingt noch kennenlernen. Na, ich hätte nichts dagegen, aber sie ist anscheinend gar nicht da. Doch, doch, in ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden. Bertel? Bertel? Bist du jetzt raus oder nicht? Na, endlich. Grüß Gott. Herr Graf? Das ist mein Bertel. Hab ich was an mir? Was schauen Sie denn so starr, Herr Graf? Ja, sind Sie nicht? Ich meine, kennen Sie mich nicht? Ich weiß nicht, woher. Aber Herr Graf, woher sollten Sie denn meine Töchter auch kennen? Ich meine, wir verkehren ja nicht in innere Kreise. Ja, es wäre der Kaffee recht, nicht? Bertel, bitte unterhalt den Herrn Grafen nur eine Minute. Ich muss in die Küche, muss schauen, wo die Teres bleibt. Er trampelt, der Blöde. Pardon, Herr Graf. Pardon. Ja, ja. Ja? So, so. Hm? Herr Herrschaft, Sie sind's doch. Waren Sie nicht halt früher am Viktualienmarkt? Mit dem Radl. Ich? Am Markt? Bedauere, nein. Und Fahrrad besitze ich überhaupt gar keins. Also nicht am Markt und kein Radl. Nein. Ja, dann, sind Sie ein Zwilling? Na, Jungfrau. Na, ich meine, haben Sie eine Schwester? Na. Schau. Dass ich keine Schwester hab. Das verstehen Sie nicht. Und bis ich es Ihnen erkläre, Jäger, jetzt ist ja schon 3:30, ich muss doch zu meiner Verabredung. Ja, natürlich, Herr Graf, die Dame können es nicht warten lassen. Woher wissen Sie denn, dass ich zu einer Dame gehe? Ich? Ja. Ja, ich weiß überhaupt nichts, aber ich denke mir's halt, weil Sie so prächtig angezogen sind, dass Sie zu einer Dame gehen. Oder nicht? Ja, leider. Wieso leider? Ich gehe bloß zu dem Rendezvous, weil ich es versprochen habe. Aha. Und warum haben Sie es versprochen? Weil ich ein damischer Teufel bin. Weil ich mir gedacht habe, dass ich auch andere damit ärgern kann. Nein, ist das wahr? Ja. Ja, Herr Graf, dann. Dann, Herr Graf, müssen Sie natürlich. Bitte schön, hier, Hut. Ach, jetzt schmeißen Sie mich einfach raus. Warum pressiert Sie denn jetzt so? Ja, mir pressiert es doch nicht. Sie müssen doch weg zu Ihrer Dame. Ja, könnte ja eventuell eine Viertelstunde später kommen, ne? Das müssen Sie wissen. Was? Ob Sie die Schneid dazu haben? Oha, Schneid? Da kennen Sie mich schlecht. Das war ja gelacht. Also, Fräulein Schrumm, wo ist der Kaffee? Was, Sie bleiben noch? Nix anders. Schon, Herr Graf, haben wir es schon. Die Kaffeemaschine war verstopft. Die haben wir so spaßig durchgerammt. Mama? Ja? Pressiert nimmer. Der Herr Graf bleibt noch. Na also, was hab ich denn gesagt? Schauen Sie, Herr Graf, ein Likör habe ich auch da. Und jetzt machen wir es uns recht gemütlich. So, bitte da.
Ja, aber ihr Fräulein Tochter kommt doch auch mit. Ja, nicht, wär's käme, gingen's nicht zu. Und der ist als Graf da. Ja, was war's denn sonst? Das weiß ich nicht, Teres. Aber das bringe ich schon raus. So, jetzt hat's die auch nicht erwischt. Ja, ja, wir haben doch eine Glocke. Aber Herr Schulum! Theresia! Eure Hütten, ich danke dir schön. Herr Schulum, wo waren denn Sie? Haben Sie keinen Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Hm. Da ist er. Ja, da ist er. Da ist er. Durchgerutscht. Das ist typisch. Drei Weiber im Haus und Leiche in der Tasche. Das spricht Bände. Herr Schulum, haben Sie was getrunken? Höchstens zwei Schüppel. Aha. Ich freue mich, verstehst du? Ja. Soll ich dir sagen, warum ich mich freue? Sechs Kriminale, ja, verteilt über die ganze Straße. Sechs. Und jeder einen Revolver. Du, was meinst, was das gegeben hat? Herr Schrum, was reden Sie denn? Ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel erwischt. Aber ehrlich, höchstens drei Schäppel. Ja, aus Freude, aus Triumph. Therese, jetzt brauchst du keine Angst mehr haben. Jetzt haben Sie schon erwischt, einen Herrn Grafen. Was? Wen? Ja, du schaust. Ja, im Vertrauen. Herr Graf, den wo mir. Ja. Ja, respektive den, wo ihr. Ja. Ja, respektive den, wo Sie erwartet. Was meinst du, was er ist? Na. Ein Hochstapler. Oh. Jawohl, ein Verbrecher. Ja, du lieber Gott, Herr Schumm, der ist doch da. Stell dir vor, wenn der da raufgekommen wäre. Du, der hätte uns alle miteinander abgemüxt. Ach! Oh. Ja, der hat sogar schon mal auf einen Schutzmann geschossen. Nein. Ja. Haarscharf am Lingel vorbei. Ach, mir wird schlecht heute zu mir. Nein, du brauchst keine Angst. Die ganze Polizei war schon bereit. Ja. Sechs Kriminelle hätten unten auf ihn gewartet. Sechs. Ja. Und was tut der Meier? Ne? Ruft vom Weinstübel aus noch einmal bei der Polizei an. Ja. Und da sagen sie ihm, dass die ganze Sache bereits erledigt ist. Du, ja. Der Graf kommt gar nicht mehr zu uns her. Und wir sind gerettet. Und darum habe ich mir noch ein viertes Schäppel genehmigt. Herr Schlumm, so sind Sie doch stark. Er ist doch da, da drin ist er. Wer? Er, der Graf. Was? Herr Schlumm, der muss der Polizei wieder ausgekommen sein. Was? Da drin ist er im Wohnzimmer. Mit der Gnädigen und einem Freund Wertel. Geh, mach keine Umtriebe. Ich ja gar nichts. Vielleicht sind schon alle tot. Was? Ist das dein Ernst? Ein Spaß werde ich machen mit sowas. Herr Schlumm, was tun wir denn? Alle guten Geister, ich muss raus. Na, da bleiben Sie. Sie können mich doch nicht allein lassen mit einem Verbrecher und zwei Leichen. Aber ich muss doch zur Polizei. Na, die hol ich. Nein, dann holen wir es miteinander. Ja. Das dürfen wir ja gar nicht. Warum? Das muss ja noch gar nichts passiert sein, oder? Hast du einen Schuss gehört? Nein. Na also, ne? Dann müssen wir da bleiben. Ne? Ja. Der muss abgelenkt werden. Ja. Wie lange ist denn der schon da? So eine Viertelstunde. Teres, den kennen wir nur in Güte in Nassberg. Ja. 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 Ja, nichts mehr gelassen. Und kein Wort zu meiner Frau oder zu der Bertel. Ne? Der darf nichts davon wissen, sonst verplappern Sie sich. Verstanden? Ich sag kein Wort. Gut, also dann dreh ich ihm jetzt den Kiel. Oh. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Ach, hab ich was gehört? Hilfe! Gut, nein, du bist gesetzt. Teres! Oh, Hilfe! Was machst denn du da? Bist du übergeschnappt?
ist nur unser Kirschwasser. Stell dir vor, 3 Likör hat er schon und wird immer gesprächiger. Du, jetzt kriegt er noch ein paar scharfe Schnaps, dann frag ihn direkt ins Gesicht rein, was er will. Hallo. Hallo. Bertel. Bertel. Ja, du lebst noch? Ja. Der Papa. Hä? Was habt's denn jetzt vor? Verloren zusammen. Ja, Bertel, du armes Kind. Ich muss dir sagen, der da drin, aber bitte nimm dich zusammen und schrei nicht. Das ist gar kein Graf. Ach, weißt du das auch schon? Der hat's auf dich abgesehen. Meinst du? Ja, das ist ein Verbrecher. Geh, Papa, jetzt hat's dich. Aha, aber Bertel, so glauben wir's doch. Ich hab's doch direkt von der Polizei. Heiratsschwindel ist also. Hochstapler. Du, auf einen Schutzmann hat er geschossen. Haarscharf am Lingerl vorbei. Du, Papa, sag einmal, hast du irgendwas? Ja, das hat er schon. Aber höchstens 5 Schäppel. Was glaubst du, wie ich mit einem Schlag wieder nüchtern worden bin? Ja, Bertel, wir müssen jetzt so tun, als ob er wirklich ein Graf ist, ja? Wir müssen schauen, dass wir ihn gut hinausbringen. Du gehst jetzt dahinter und sperrst ins Bad ein und ich bleib da und opfer mich für die Familie. Ja, und die Frau schon rum? Opfern. Na, also, ihr zwei redet ja einen fürchterlichen Schmarrn zusammen. Der Papa, jetzt komm doch einmal zu dir. Bin ja da. Schau, der da drin ist zwar kein Graf, das glaube ich ja selber nicht, aber doch auch kein Verbrecher. Doch. Ach, was? Ich hab doch heute in der Früh erst mit ihm geredet. Da war er als Gärtner. Ja, Verkleidung. Alles Verkleidung. Hat sich dir in der Früh schon angeschlichen? Ja. Ein Schmarrn. Ich möchte aber jetzt selber gern wissen, wer der was es eigentlich ist. Wo ist denn mein Radlschlüssel? Mei, oh mei, da ist mein Taschel. Bertel, wo willst du denn hin? Zum Viktualienmarkt. Was? Papa, du polst mich jetzt da so lange, wie es geht. Ja. Ich fahr wieder, wo ich denn. In 10 Minuten bin ich wieder da. Aber Bertel, so bleib doch. Ich bleib auch nicht mehr, ich sperr mich in meine Küche. Teres, verlass mich nicht. So ist recht. Jetzt lassen Sie mich alle ganz allein. Nein, Graf, ich höre Sie schon. Gleich wird's wieder da sein, einen Augenblick, Herr Graf. Bertel? Teres! Bei mir! Frau Bertel! Oh! Was bist du jetzt erschreckt? Na, endlich bist du da! Zieh sofort deinen schwarzen Anzug an! Was? Josef, stell dir vor, er ist von der Bertel ganz hingerissen. Was ist er? Hingerissen. 5 Glas Likör haben wir zwitschert und lustig ist er. Ach, so ein ovaler Mensch. Wo ist denn die Bertel? Ah, die wollte den anderen Schnaps holen. Warte, ich hol's aus der Küche. Und zieh deinen schwarzen Anzug an. Warum denn? Ich bin ja noch nicht tot. Der Kerl, der muss jetzt aus der Wohnung. Geht's, wie es macht? Aber zuerst schauen wir schon mal genau. Den Bruder, den staubigen. Hallo, Sie! Also, Sie sind so gar nicht. Hä? Jetzt hab ich gemeint, Sie sind die Frau Schrumm. Nein, die bin ich nicht. Ich bin nicht meine Frau, ich bin Ihr Mann. Schrumm! Wenn Sie gestatten. Da schau ich her. Einer Köchin hat einer vorhin auf demselben Platz gesucht. Was, Herr Schrumm? Da waren Sie gewissermaßen mit Gattin Schrumm Schrumm? Ja? Mit Töchterlein? Schrumm Schrumm Schrumm? Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist. Ja, ich weiß schon, Herr Graf. Weiß schon, sehr angenehm. Sie wissen es auch schon. Ja, freilich. Ja, die Hauptsache ist, dass Sie bei uns wohlfühlen. Wie ich sehe, haben Sie unseren Graf auch schon probiert, Herr Schnaps. Nein. Ja, freilich. Wenn mir Ihre Tochter andauernd einschenkt, sieht es fein nett. Ja. Wo steckt's denn? Die kommt gleich wieder. Sie, Herr Schrumm. Herr Schrumm, eine Frage. Ja? Haben Sie wirklich nur die eine Tochter? Oder doch mehrere? Vielleicht ein Zwilling?
So viel ich weiß nicht. Ich wäre Ihnen ja gern zu Diensten, Herr Graf, aber es ist halt nur die eine worden. Und jetzt ist spät. Dass Sie zwar so gleich schauen können, aber schade ist, Herr Schump, Sie waren ein bald sauberer Schwiegervater. Schwieger? Aber keine Angst, Herr Schump. Wenn Sie nur die eine haben, dann will ich nichts von Ihrer Tochter. Was ist das? Nein. Sie wollen nichts von mir? Nein, wenn es die andere nicht ist, nein. Die hätten wir so da. Das war ein Lurner. Kein Aufbrecher wie die ihrige. Wer denn? Von wem reden denn Sie? Von einer, die heute früh am Markt drin war. Oh Gott. Runtergerissen, als ihre Tochter gleich gesagt. Wie ich zuerst gekommen bin und ihr Fräulein Bärtl gesehen habe, hätte ich geschworen, dass es ist, die vom Markt. Ja, und jetzt? Jetzt glauben Sie es nicht mehr? Wenn sie es doch selber sagt, dass sie gar nicht am Markt war. Radl hat es auch keins. Ergo Fulgo? Ergo was? Sind Sie Latein? Nein, Giersinger. Angenehm? Ich bin von Sendling. Ja, Freilich. Also kann sie doch gar nicht die sein, wo ich meine. Ja. Ergo. Ja. Gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Graf, vollkommen. Ja, das ist die nicht. Ja, nie, ergo. Sie, wollen Sie nicht schauen, dass die andere finden? Ja. Ja, wissen Sie was? Ich helfe Ihnen dabei. Ja, wir gehen jetzt sofort zur Polizei. Halt, was sollen wir denn da? Erkundigen, Recherchen entziehen. Ja, kommen Sie nur. Sie sind ja ganz falsch bei uns. Nehmen Sie einen Hut. Sie werden sehen, das kriegen wir schon. Herr Graf, Sie brauchen ganz eine andere. Gehen Sie, Herr Schrumm, mit sowas kann man doch nicht auf die Polizei gehen. Die lachen uns ja bloß aus. Im Gegenteil, die freuen sich, wenn wir kommen. Was ist denn mit unserer Bertel? Wo ist denn die? Oh, Herr Graf, Sie haben meinen Mann schon kennengelernt. Ja, wir haben schon die Ehre gehabt. Geh noch weiter, Babettel, wir brauchen die nicht mehr. Josef, weißt du, wo die Bertel hin ist? Ja, so ist die fort. Ja, und die Therese hat sie in der Kirche eingesperrt und heilt. Und die Bertel soll ihren Radlschlüssel genommen haben. Was? Das stimmt ja gar nicht. Die hat ja gar keinen Radlschlüssel. Hat ja kein Radl. Was hat die nicht? Ja, spinnst jetzt. Das ist jetzt nebensächlich. Dankeschön, Herr Graf. Aber was haben Sie gerade gesagt, Frau Schumm? Ihre Tochter ist im Radl vor. Ja, die Therese sagt sie. Also, ist Hilfe, ich muss raus. Josef, jetzt bleib halt da. Josef! Langsam, Frau Schumm, bleib's da. Jetzt kommt sie erst. Ich muss jetzt wissen, hat Ihre Tochter ein Fahrrad? Ja, warum soll's denn keins haben? Und war sie damit heute Vormittag am Viktualienmarkt? Ja, das war's. So um 10 Uhr rum. Ja, siehst du's? Ich hab's doch gewusst. Und Sie mag mir sagen, Sie kennen mich nicht. Ja, kennt Sie nicht denn? Und ob? Die führt mich bloß an der Nase rum. Herr Graf, mir wird ganz unheimlich. Hat Ihnen die Bertel was getan? Getan? Sehr richtig. Angetan, war schon. Gefallen hat's mir. Ja, soll das heißen, dass... Das ist jetzt zuerst einmal richtig zusammenstaucht, weil es mich so einseift. Und dann? Und dann, Herr Graf? Kriegt's ein Puzzle? Was? Herr Graf, Sie und mein Bertel? Nix anders. Oh, Herr Graf, ich da pack's nicht mehr. Ging es weg von dem, das ist ein Schwindler. Was? Was bin ich, ein Schwindler? Und wenn's mir das schießen... Sie kriegen unser Bertel nicht. Lieber nehmen wir's mit. Na, danke schön. Ja, bist jetzt du ganz und gar übergeschnappt. Aber Frau Schumm, so glauben Sie mir doch. Wir wissen alles von Ihnen. Ein Hochstapler ist er, ein Heiratsschwindler, ein Verbrecher. Glaubt's aber. Ja. Herr Graf, bitte hören's nicht auf die. Die muss geistig umnachtet sein. Jetzt werden Sie ihn einmal beruhigen. Wir kommen denn Sie ja. Jetzt packt er mich! Hilfe! Auslassen! Zurück! Hilfe! Hände hoch! Sie sind verhaftet. Ja, wo kommt denn der Schutzmann her? Ja, den habe ich geholt. Hey, warte mal, so helfen Sie mir, der will mich
ihn ja drauf, bevor er schießt. Auf mit den Händen, sonst kracht. Halt! Was wollen Sie denn? Der Herr ist mein Gast. Was? Ich bitte Sie, so reden's doch. Das ist doch alles nur ein Irrtum. Sagt's einmal, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Sie sind verhaftet. Leisten Sie keinen Widerstand. Sie werden seit 3 Jahren gesucht wegen Hochstapelei, Heiratsschwindel und versuchten Totschlag. Josef, das ist doch nicht wahr. Doch, doch. Ja, freilich ist das wahr. Und dass Sie auf einen Beamten... was hat er? Geschossen hat er, Herr Wachmeister. Haarscharf. Haarscharf am Lüngel vorbei. Sind Sie der oder sind Sie der nicht? Nein, mein Lieber, das bin ich nicht. Na also, Herrschaft, es ist doch ein Blinder, dass der Herr Graf kein Verbrecher sein kann. Moment, Herr Graf, das ist doch schon wieder was Neues. Haben Sie einen Ausweis? Haben schon, aber spazieren trage ich nicht jeden Tag. Aha, haben wir schon keinen Ausweis dabei. Sie sind gar nicht der, für den Sie sich ausgeben. Sie haben sich nämlich da eingeschlichen. Sie kennen die Tochter von dieser Familie und sind heute früh zu ihren Beziehungen getreten und haben sie auf sie abgesehen. Ja oder nein? Da muss ich direkt mitdenken. Also ich bin absolut der, für den ich mich ausgebe. Ich habe mich nirgendwo eingeschlichen. Ich kenne die Tochter von der Familie. Wir sind heute früh schon in flüchtige Beziehung getreten. Und wenn Sie es genau wissen wollen, es geht Ihnen zwar gar nichts so. Ja, ich hab's auf Sie abgesehen. Herr Schlumpf, das sagt das selber. Ja, das ist ein Geständnis. Ja. Herr Wachmeister, das war ein Geständnis. Bitte schön, abführen. Ergeben Sie sich, Sie kommen mir nicht mehr aus, gell? Josef, hier steht's nicht mehr durch. Yes, es. Auf Sofa legen, mit kaltem Wasser anspritzen. Was ist denn? Im Wasser ist die heute schon einmal angespritzt worden. Vielleicht war's zu wenig, wissen Sie. Mit dem Wasser darf man es noch nicht sparen. Nein, mir. Und wo ist denn? Jetzt gehen Sie mal das Ding da weg und sind's gescheit. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich ein Schwindler bin? Sie haben sich hier als ein Graf in dieses Haus eingeschlichen. Oder wollen Sie das jetzt leugnen? Ich hab mich als... Ja, Blutsau. Mich? Ja, verreck. Was? Die glauben, ich bin... Ja, der Herr Schrumm, der hat mich ja direkt von der Straße weggeholt, so spanisch sind Sie vorkommen. Sie Graf, Sie. Wissen Sie was? Sie sind arretiert. Nur noch eine Frage. Hat die Tochter auch gemeint, dass ich ein Graf bin? Ja, was weißt du nicht? Auf jeden Fall haben Sie ganz schön einparfümiert, Sie Heiratsschwindler. Ist ja zum Markt reingefahren, weil sie partout nicht glauben will, dass Sie ein Schwindler sind. Herr Wachtmeister, Sie sind ein Engel. Ja, gibt's denn so was? Also mir ist im Dienst schon sehr viel passiert. So, so. Aber sowas noch nicht. Ja, ja. Ja, pfui, drei. Folgen Sie mir unauffällig. Ja. Was gibt's denn da zum Lachen, ha? Ich lache nicht wegen Ehren. Ich freue mich bloß. Geht's also wirklich nicht an, das muss ich unbedingt mit. Ja, fragen werde ich ja da. Wenn das Fräulein schon rumkommt, dann sie, das ist jetzt vielleicht schon das Fräulein Bertel, die soll mich da nicht treffen. Ja, ja, so jetzt ist ja noch gibt's da. Gibt's da einen zweiten Ausgang? Ja, durch die Küche über die Hintertreppe. Gut, kommen Sie. Halt, aber lassen Sie es nicht gleich aus. Ich habe Sie abzuführen. Ja. Ja, das ist doch jetzt wurscht, Sie haben mich ja. Ein schöner Kurs an die Bertel. Von Ihrem Verbrecher. An meinem Verbrecher. Halt, Teres, nicht aufmachen. Wo ist denn der Verbrecher? Ich werd hintertreppen mit dem Schutzmann. Ja, dann gehst du meine Frau weiter. Ja. Na also, da ist er ja. Warum hast du denn so lange Tag? Haben Sie geschlafen? Ich? Geschlafen? Ja. Haben Sie eine Ahnung? Mein Schorschi suche, wo ist er denn? Ja, was weißt denn ich von Ihrem Schorschi? Ja, ich habe Ihnen doch Ihre Rosen mit einem Boden geschickt. Ja? Nach 3 wollte er da hergehen und um 3:30 das Fräulein abholen. Ja, und jetzt? Jetzt ist schon 4:15. Ja, ich brauch doch jetzt keine Rosen, ich brauch meine Tochter. Ja, war er denn nicht da? Also, das müssen Sie doch wissen. Josef, Babit. Ja, ich hab niemals... Wo ist denn die Bertel? Ja, das gibt's doch. Ja, um Himmels Willen, was tut denn die da?
Bauernrosen. Josef, wie kommt das Weib in unser Haus? Ja, durch die Tür. Was? Das ist eher eine Frau. Ja. Rosel, halt mich zurück, ja, nicht, und es gibt da Unglück. Wir können doch jetzt keine Rauferei brauchen. Wir brauchen Schorschi. Ja, und ich brauch mein Bettel. Eine Schorschi kann mir gestohlen bleiben. Ja, so gescherz auch nicht einmal mir am Viktualien. Frau Schrumm, der Schorschi muss doch da gewesen sein. Wenn der sagt, er bringt zuerst die Blumen her, dann bringt er auch die Blumen her. Und wenn er sagt, er holt mich um 3:30 zum Pfeiferglock, dann holt er mich um 3:30 zum Pfeiferglock. Weil der Schorsch ist nämlich ein Kavalier. Um 3:30 zum Pfeiferglock? Ja. Ja, bin ich da in einem Narrenhaus? Ja, das müssen Sie wissen, das ist doch Ihr Haus. Jetzt wird die Junge auch noch frech. Nein, ich bin nicht frech. Ich bin jetzt schon richtig verzweifelt. Sie, von dem Zustand habe ich selber genug. Und jetzt raus mit euch. Nein, nein, liebe Frau, Sie schmeißen mich da nicht raus, bevor ich nicht meinen Schorsch gefunden habe. Sie nicht! Sagen Sie mal, warum deren Sie eigentlich so komisch? Sie müssen doch das wissen, wo der ist. Jawohl, und jetzt raus mit der Sprache. Aber Josef, die wollen mich umpacken. Aber geh, Babel, was hast du? Die sucht doch nur den Boden, der die Blumen gebracht hat. Ja, aber bei uns ist kein Boden. Raus! Raus mit der Giftnudel! Was haben Sie gesagt? Giftnudel? Rosel, lass mich aus, jetzt muss das Unglück geschehen. Hilfe dir, der schlagt mich. Oh, wie bitte einer bleiben? Doch. Auslassen, sag ich. Ich muss der noch. Der gib ihr Gift! Ja, was wollen wir denn nicht? Gott, also, lieber Gott, es gibt ja Mord und Totschlag! Hilfe! Polizei! Ja, was schreist denn du so? Herr Bertl, helf es uns! Was ist denn passiert? Ist er noch da? Da hinten, Frau Schumm und die Marktfrau. Was für eine Marktfrau? Die mit den Bauernrosen. Hm? Ich meine, die mit der Wasserspritzen. Hat die da schlagt's Kummer? Jetzt lass mich doch mal mit der Marktfrau zufrieden. Was ist denn mit dem Grafen? Mit dem Grafen? Ja, was war jetzt mit dem? Ach so, ja, den hat die Polizei abgeführt. Was? Ja, wie kommt denn die Polizei zu uns? Ja, der Herr Schrumm hat's geholt. Herr Bertl, wenn er doch ein Verbrecher ist. Wir lassen uns nicht alle abkrageln. Meine Güte. Hättest du nicht ein bisschen warten können? Ich hätte die Wahrheit schon rausgebracht. Sie hätten, also haben sie es noch nicht. Na, wenn der Stand am Markt ihn heute gesehen hat, jetzt zugesperrt ist. Er hat ja selber gesagt, dass er ein Verbrecher ist. Okay. Ja, einen schönen Gruß hat er gesagt an die Frau Bertl von ihrem Verbrecher. Nein, die kommt schon wieder. Hier ist er. So, was doch. Lass uns doch die Leute stehen. Ich komm wieder. Und dann zeig ich ihr von wegen einer Giftnudel. Dann sperrt sie sich lieber rein. Feige Gesellschaft. Feige! Graf, was nutzt uns denn die Frau? Wir suchen doch jetzt einen Schorsch, ja. Oder? Ja, wenn der Schorsch... Das ist ja die von heute Vormittag. Ja, Sie sind auch da. Was wollen denn Sie da? Die hat nämlich heute Vormittag was mit dem Schorsch gehabt. So, wo ist jetzt der Schorsch? Sie müssen das wissen. Was heißt das? Was wissen Sie von meinem Schorsch? Wer ist denn der Schorsch? Ja, mein Sohn, der zu Ihnen die Rosen hergebracht hat, der muss doch da gewesen sein. Das war Ihr Sohn, der da war. Und jetzt hat es eingestanden. Er war also doch da. Warum haben Sie jetzt das nicht gleich gesagt? Ja, was habe ich nicht gesagt? Wir möchten doch nur wissen, wann er gegangen ist und wohin. Hm? Sie, hat er denn überhaupt nichts gesagt? Wissen Sie, er hätte nämlich dann zu mir kommen und mich abholen sollen. Weil wir hätten doch miteinander zum 5 Uhr Tee in den Kristallpalast gehen wollen. Ach, ich weiß jetzt aber auch nicht. Ganz, ganz sicher hat er mir das versprochen. Und jetzt ist er verschollen. Ach ja, jetzt habe ich mir extra so schön angezogen und jetzt so ein Unglück. Ja, ich könnte lesen. Der ist uns noch geschlichen. Da geh her. Nein, ich mag nicht. Was?
Ja, was wollen denn Sie da? So, Bezahl, hast du gemeint, du kommst raus, he? Mit wem gehst du zum 5 Uhr Tee, he? Für wen ziehst du dich an, he? Das geht dich ein Schmarrn an. Au, lass mich doch aus! Ach, Herrschaft, wer hat überhaupt das Recht, eben über mich so zu bestimmen? Dein Vater? Seither betrachte ich mich als verlobt. Weißt du was, dann heiratst du meinen Vater. Hä? Ich bin schon seit 8 Jahren Majorin und tue, was ich mag. Ah, was, Papalapap. So ein Botschall wie du bist, muss man direkt zur Vernunft Aua. Und zu seinem Glück zwingen. Aua! Der hat den Bratzen weg von dem Mann auf. Sie, Frau Graf, einmal noch verzeihen Sie mir's. Einmal noch. Dann können Sie aber was erleben. Sie ist ein Lautstaubend am Tisch. Derer zeige ich zu, wem das gehört. Derer bringen Anstand bei. Und eine bayerische Treue. Wer es jung nicht lernt, der versteht es nämlich später nicht. Weiter da hinaus, marsch nein, vorwärts. Nein, ich würde den Job. Also Frau Graf ist eifersüchtig. Ja, was ist denn? Finger weg, sage ich. Das ist ja polizeiwidrig. Das ist ja Freiheitsberaubung. Ja, so ist das Leben, gell? Unverschämter Mensch, sehr unverschämter. Komm, Rosa. Ja. Hit weg, sage ich. Und sagen Sie einem Herrn Schorschi, wenn er mir bei der Rosel noch einmal in die Quere kommt, ein einziges Mal, dann kann er seine Radeschwänzel von unten betrachten. Und ich besuche ihn dann mit der Gießkanne. Kapiert? Entschuldigen Sie, Gefrein, aber mit Ihnen Leuten muss man reden, wie Sie es verstehen. Habe die Ehre. Leider da raus, marsch nein. Vorwärts. Nein! Raus, habe ich gesagt. Raus da. Entschuldigung. Ich will doch nicht. Was? Vorwärts, raus da. Schrien? Es schenkt keiner. Die arme Rosel, dabei hat ihr mein Schorsch das Ausgehen versprochen. Ihr Schorsch, der will doch gar nichts. Woher wollen denn Sie das wissen? Ja, weil er was gesagt hat. Der Schorsch, einer? Ja? Ja, dann müssen Sie auch wissen, wo er jetzt ist. Ja, leider nicht. Mit dem Schutzmann ist er weg, wahrscheinlich auf Polizeiwach. Was? Ja, sie hört's ja. Ein Schorsch haben's verhaftet. Aber jetzt erfind ihn. Jetzt kommt er mir nicht mehr aus. Was hat ich gesagt? Verhaft? Das kann doch nicht wahr sein. Mein Schorsch! Verhaft! Auseinander, sag ich! Wo ist die Bertel? Gerade was da, jetzt ist wieder fort. Ja, wohin denn? Auf Polizei, der ihrem Sohn ist nach diesem Verbrecher. Was ist mein Schorsch? Ein Verbrecher? Ja, ihr wollt's dazu machen! Die Polizei ist so dämisch und macht mit. Aber denen wäre es jetzt beibringen. Denen wäre eine Helferin schuld. Denen wäre jetzt sagen, wo der Bartel den Most holt. Den beiß ich raus! Josef. Ja? Das war seine Mutter. Ja, das war die Frau Gräfin. Oh! Heres, hol ein Kiwi Wasser. Moment da noch, Herr Kriminalinspektor. Wir haben die Meldelisten erst aus der Registratur holen müssen. Herrschaft Schöberl, wie lange dauert's denn noch? Ja, mei, komm ich auch nicht da rein. Herrschaft, bloß uns mal doch nicht einen Katar ins Gesicht. Ich hab keinen Katar, das macht der Staub da. Pi, 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 Pi. Ja, doch nicht Pi. Hä? Po? Einen Augenblick, Herr Inspektor, ich such fieberhaft. Po, 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 ja, da ist er. Poller. Hat ihn schon. Also, Poller, hast du, war gemeldet in, nehm's doch her. Hm? Also, Adalbert von Po,
Entschuldigen Sie, bitteschön. Warst krank, aber er. In unserer Ablage liegt fingerdick der Staub, weil ihm etablos Fußbodenschruppen vorgesehen ist. Nur nichts für Staubwischen. Ja, und der Beamte, der kann's aufschnuffeln. Ne? Also, Adalbert von Pola steht da. Hat einmal in der Kinzlestraße gewohnt. Wir? Richard von Pola. Na, der unsere heißt Adalbert. Adalbert. Ja, ja, bestimmt nicht, Herr Inspektor. Ja, jawohl, Herr Inspektor. Danke sehr, Herr Inspektor. Bitte sehr, Herr Inspektor. Also, war es nicht? Na, da bringe ich den kreislichen Arzt wieder raus. Ich komme schon bald vor, wie der reinste Mehlwurm. Auf geht's, nein. Schutzmann Schmeiridl vom Revier 1. Georg Graf vom Viktualienmarkt. Ja, und was wollen's? Herr Oberwachtmeister, dieser Mann ist verhaftet und muss sofort auf die Polizeidirektion gebracht werden. Ja, und bringen Sie ihn da nicht selber hin? Ja. Hä? Warum kommen Sie noch zu mir? Ha. Ist das vielleicht die neueste Tour, ja, dass man Kameraden vom anderen Revier die Schreibereien aufhängt? Hä? Na, weil es ihm so pressiert. Vielleicht hat er Angst, dass ich ihm auskomme. Ruhe! Sie reden erst, wenn Sie gefragt sind. Jawohl! Amtsdiener, bringen Sie den Akt wieder raus. Jawohl, Herr Oberwachtmeister. Und wenn ich nicht mehr komme, dann hat mich eine Staublawine begraben. Herr Oberwachtmeister, eine sehr wichtige Sache. Ein sehr unangenehmer Fall. Dieser Mensch ist ein gesuchter Heiratsschwindler, gibt sich als Graf aus. Was ist der? Ein Heiratsschwindler. Und als Graf gebe ich mich aus. Meint er? Ah, da, schau her. Ja, was ist denn das? Führen Sie rein. Sofort herein, den Mann. Da geht's rein. Komm, komm. So. Jetzt haben wir die Freund da, jetzt bist du beim Richtigen. Herrschaft Zeppi, lassen Sie mich aus. Ja, führe die auslassen. Wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Ja, ich weiß es auch. Sie sind der angebliche Graf Pollack. Wer bin ich? Oder wie beliebener Herr heute zu heißen? Ja, wie wer denn heißen? Graf? Sehen Sie, es liegt er schon wieder. Der wird sofort ausgelogen haben. Jetzt ist aus mit dem Grafen. Sind Sie ein Verbrecher oder sind Sie keiner? Na, aber wenn Sie mich nicht ausreden lassen, dann kann ich ja nicht anfangen. Gerät wird, wenn ich frag. Verstanden? Und jetzt frage ich. Haben Sie bei dieser Familie Schrumm behauptet, Sie seien ein Graf? Oder haben Sie das nicht? Nein, das habe ich nie behauptet. Das sagt ja bloß der. Also, Herr Inspektor, ich möchte sehr bitten, diese Unterstellung muss man. Ruhe! Den Mann pack ich. Jawohl. Sie leugnen das also? Jawohl, das leugne ich. So. Und das auch, dass Sie ein Verbrecher sind? Genau das auch. Sie verstehen überhaupt bloß Bahnhof und sonst gar nichts. Was verstehe ich nicht? Freund, jetzt steht ein Kriminalist vor dir. Jetzt wirst du gleich sehen, was der versteht. Wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Sie sind der angebliche Graf Poller. Was? Wer bin ich? Schauen Sie doch bloß das Gesicht an. Das Muster von einem Galgenvogel. Aber jetzt ist schon spät. Jetzt hab ich einen. Ich. Jetzt leugnen Sie weiter, wenn Sie können. Wollen Sie vielleicht den Brief auch leugnen, den Sie geschrieben haben? Ich hab schon seit ein paar Jahren keinen Brief mehr geschrieben. Wenn ich einen hab, dann haben Sie ausgelacht. Sie haben als Graf Pollar an die Familie Schrimm geschrumm. Schrumm geschrimm? Das sag ich ja. Und sich für heute Nachmittag angesagt. Sie sind ein seit 3 Jahren gesuchter Heiratsschwindler. Hey, jetzt hören Sie aber auf, gell? Jawohl. Und auf einen Polizeibeamten hat er mich auch schon geschossen. Ja? Haarscharf am Lüngerl vorbei. Das kann ich jetzt schon auswendig. Das ist ein eiskalter Schuft. Jetzt ist aus. Aus und vorbei. Schutzmann, machen Sie die auf. Ja. Nein, mit dem in die Arrestzelle. Herrschaft, es bilden sich doch bloß die ein, dass ich ein Graf bin. Ihr spinnt's ja alle im höchsten Grad. Ein Polizeibeamter spinnt nicht. Merke es einer das? Nie! Und schon gar nicht im höchsten Grad. Marsch! Marsch, du!
Aber was hat denn da jetzt für eine Kraft? So, den Mann, den haben wir jetzt eingekastet. Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, sind Sie der Kommissär? Ich bin nicht Kommissär, sondern Oberwachtmeister. Da hat sie seinen Dienststellenleiter, wir machen die Arbeit. Kommissär macht Urlaub. Bitte schön, jetzt war ich auf 2 Wochen. In der Böckleinstraße und am Steingelplatz. Und nirgends find ihn. Ist er da? Wer? Moment, Fräulein. Nehmen Sie Platz, bis er aufgerufen wird. Bitte schön, Fräulein. Und Sie, Schutzmann? Ja? Sie bewachen die Tür. Nicht, dass er uns ausbricht. So ein Hochstapler und Heiratsschwindler ist ja schließlich kein leichter Fall. Was haben Sie? Ein Hochstapler und Heiratsschwindler? Ja, ja, wo haben Sie denn den? Das ist ja der, den ich suche. Wen suchen Sie? Den jungen Mann, der bei uns auf Besuch war. Drüben in der Eckenbachstraße. Ein schlanker, dunkler, geschnäckelter. Ach, ein Smoking hat er an. Ein Smoking? Das ist er. Die meinen tatsächlich unseren Arrestanten. Ja, wieso suchen Sie den? Wer sind denn Sie eigentlich? Die Tochter von der Familie, wo er gerade war. Was? Das Fräulein Schrumm? Ja, natürlich. Ach, Sie, das ist kein Hochstapler. Gebütschen, geben Sie mir heute raus. Rausgeben? Erna, so schauen Sie aus. Der fährt in 5 Minuten nach Stadelheim nass. Und wenn Sie Glück haben, wir können Sie ihn in 10 Jahren wieder abholen. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Das kann doch gar kein Schwindler sein. So ein netter Mensch. Mein liebes Fräulein, da braucht man bloß ein bisschen Psyche. Atri. Hä? Atri. Okay. Ja, dann weiß man, sie sind befangen. Natürlich, ein Kopf hat er ja verdreht. Na und? Wird man deswegen vielleicht gefangen gehalten, ha? Und dass er ein Schwindler ist, können Sie nicht beweisen. Seine Mutter war doch auch da und hat's gesagt. Wo war die? Bei uns in der Wohnung und hat den Sohn gesucht. Und hat gewusst, dass er bei einer ist? Ja. Schussmann, die Mutter muss hier sofort arretieren. Ja. Die kehren zusammen, die stecken unter einer Decke. Was? Wie schaut die sogenannte Mutter aus? Wie heißt sie und wo wohnt sie? Das ist doch absurd. Ach, da ist sie. Auf alle Wachenläuche. Wo ist mein Schösche? Wer sind Sie? Das ist die Mutter. Schutzmann, packen Sie es. Was wollt ihr denn? Auslassen, sag ich. Wir werden nichts auslassen. Sie ist mir gestanden. Was haben Sie in der Wohnung Schrumms da gehabt? Ja, mein Schösche, habe ich gesagt. Bei der war er. Ah, Sie geben also zu, dass der Mensch Ihr Sohn ist. Das ist kein Mensch. Das ist mein Schösche. So. Und Sie sind seine Komplizin. Was bin ich? Eine Komplizin? Sie sind die Nur wenn man einen Hut hat, dann schneid's. So klar wie ich bin, aber ich lang schon auf. Soll ich Verstärkung holen? Was haben Sie über meinen Schorsch gesagt? Warum ist der ein Verbrecher? Gar nichts habe ich gesagt, aber wenn er sich doch Graf heißt. Haben Sie das gewusst, dass der sich Graf nennt? Ja, wir nennen uns doch alle Graf. Ah, die Beweiskette ist geschlossen. Sie sind verhaftet. Was? Jawohl. Nein, in die Zelle. Da sind Sie nicht Notdümmer. Da ist doch der andere drin. Die Frau kommt in die Registratur. Ja. Wollen Sie noch gleich Staubwisch? Wenn Sie die Blätter hermachen. Raus, ja. Raus, raus. Das sind ja Räuber auf der Polizei. Hilfe, Schorschi! Lieber 3 Mannsbrüder und 1 schwaches Weib, das sind Helden. Ui, das wäre Gelegenheit. Die sperre ich ein und den Schorsch lasse ich raus. Wo ist meine Mutter? Was Sie sind da? Ich hab doch gerade meine Mutter gehört. Wo ist denn? Da drüben. Ich hab's eingesperrt und die 3 anderen dazu. Die Polizisten? Ja. Na, hört es? Und Mama lacht. Na, die lassen nie aus. Aber sieh, das ist fein strafbar. Freiheitsberaubung noch dazu an Amtspersonen. Warum haben Sie denn das gemacht? Ja, dass Sie fahren können, das geht jetzt zu schnell. Sausen Sie!
haben Sie vielleicht Angst um mich? Ich frage doch nicht, dass er so viel ist. Das ist sowieso alles ganz Sinn. Jetzt laufen Sie, was können die Sperren auf, wenn Sie eine Zeit lang weg sind? Sie fein schon. Sie waren ja. Was Sie sich einbilden. Wegen Ihnen und wegen Wohnen. Jetzt schauen Sie, dass Sie wegkommen, ich will Sie nicht mehr sehen. Jetzt lassen Sie mich einfach aus. Obwohl Sie wissen, dass ich ein Verbrecher bin. Das weiß ich nicht und das ist mir auch wurscht. Geh, geh, geh. Wer wird denn so warnen, hä? Na? So. Ich warne ja auch nicht wegen Ihnen. Nicht? Nein. Warum dann? Überhaupt. Ja, ja. Warum sollten Sie auch wegen mir warnen, gell? Wo Sie mich doch gar nicht kennen, wie Sie mir heute Nachmittag gesagt haben. Das habe ich doch nur so gesagt, das wissen Sie doch. Vielleicht habe ich es auch nur so gesagt. Wegen dem Verbrecher. Ach, ich hab's ja kleine geklappt. Aber ich war die Einzige. Ja. Meine Einzige. Jetzt komm, Josef, da sind wir ganz richtig. Geh nur rein. Oh! Und nimm das Wind, der würgt's. Auseinander. Papa! Brauchst du doch nicht mehr aufregen. Ich bleib bei ihm. Was? Mich trifft der Schlag. Ja, das war ja das Wenigste. Du bist doch unser Kind. Du gehörst doch zu uns. Heute ein bisschen erschrocken. Da kommen Sie jetzt zu spät. Was? Ich gehört mir? Nein, ich flehe Ihnen an, Herr Verbrecher. Nehmen Sie von mir aus alles, was ich habe. Nehmen Sie mein Geld, meine Pfandbrief, meine alte. Was? Meine, alte Hütten. Ach so. Ja. Lassen Sie mir bitte meine Tochter. Schauen Sie, ich täte Ihnen ja gern jeden Gefallen, lieber Schwiegervater. Schwiegervater? Aber ich will ja nicht Ihr Geld. Ich will die Bertel. Und sie will mich. Der hat's hypnotisiert. Und jetzt will Schwung und Anlauf, meine Herren, gell? Eins, zwei, drei. Rauf, auf her! Häng dich hoch! Sie sind verhaftet und ich schütze! Ja, pass es so rauf, die Kinder nicht. So, Sie verteidigt dich! Danke! Keiner verlässt den Raum. Polizisten, alle da nüber. Auch die niederen Dienstgrade. Ja, was ist denn? So, Herr Schrumm, jetzt zu Ihnen. Kriege ich Ihre Tochter? Nein. Und wenn Sie mich auf der Stelle umbringen, lieber tot als mein Kind in die Hände von einem Hochstapler. Jawohl, von einem Grafen, der wo gar keiner ist. Na. Jetzt wär's mir aber zu blöd. Wer hat denn die Geschichte von einem Grafen aufgebracht? Wer? Schon schön. Hast du gesagt, dass du ein Graf bist? Nein. Ja, er ist doch zu uns hergekommen und hat sich als Graf anreden lassen. Sehr richtig, Herr Schrumm, aber nicht als ein Graf, sondern als Herr Graf. Weil ich nämlich so heiß. Mit Familienname. Was? Der heißt Graf. Graf heißt der? Ja, und George. Oh, der Graf George. Ja, aber Sie haben es wieder falsch betont. Oh, Verzeihung. Der Graf Schorsche. Ja, glauben Sie es jetzt endlich. Er hat Ihnen doch nur die 21 Rosen bringen wollen, die Sie bei mir gekauft haben. Was, die Rosen, die hast du bei der gekauft? Jawohl, bei mir. Bauernrosen. Und wie ich damit gekommen bin und alle haben mich mit Herr Graf angeredet, hab ich natürlich gemeint, Sie kennen von der Bestellung her meinen Namen. Der steht auch am Stand. Aber nicht ahnen können, dass wir da einen wirklichen Grafen erwarten. Ja, dann sind Sie gar kein Hochstapler und Heiratsschwindler. Ja, aber natürlich nicht. Ich kann gar nicht hinschauen. Dann schau halt weg. Moment mal, jetzt muss ich schon sautum fragen. Ja, das bin ich von Ihnen gewöhnt. Wer hat da den Brief an die Frau Schrumm geschrieben? Ja, den mit der Krone drauf und der Unterschrift Richard von Poller. Also, das muss doch entweder ein Graf sein oder ein Hochstapler. Bitte schön. Was? Der bin. Ja, bitte. Revier 3, Oberwachtmeister Mainzierl. Was? Der Graf Poller ist kein? Was ist er, bitte schön? Auf dem Weg zur Familie Schrumm? Ja, haben denn Sie den schon gehabt? Was, seit 3 Stunden? Ah.
Na, na, Herr Inspektor, ich mach nichts mehr. Nein, Herr Inspektor, es wird nichts mehr unternommen. Dankeschön, Herr Inspektor. Bitte sehr, Herr Inspektor, bitte sehr. Was haben Sie noch jetzt von dem Polar erfahren? Ist der nicht? Na, der ist nicht. Mindestens Kommissär wäre ich geworden, jetzt habe ich einen Träg im Schachter. Entschuldigen Sie heute, dass ich kein Verbrecher bin. Herr Wachtmeister! Ja? Da haben Sie ein Schierseisen wieder. Dankeschön. Und der Briefschreiber ist wirklich ein Graf Poller und auf dem Weg zu Ihrer Wohnung. Was? Josef, wir müssen sofort heim, der Graf kommt! Ja, nichts, da bleiben. Also von Grafen habe ich jetzt genug. Herr Schlumm! Was ist denn? Herr Schlumm, der Graf Poller ist gekommen. Er ist ein echter Graf. Was? Da. Guten Tag, die Herrschaften. Grüß Gott. Wenn Sie gestatten, Graf Poller. Sir? Habe ich die Ehre mit Herrn Schrumm? Ja, die haben es. Ja, geben Sie halt her, damit ich einen Grüß Gott sagen kann. Danke sehr. Bitte sehr. Sie haben mir also geschrieben. Ja. Ja, warum denn? Was wollten Sie denn von mir? Relativ wenig, gnädige Frau. Eigentlich viel zu wenig für die ganze Aufregung, die dieser Brief offenbar verursacht hat. War selbst ganz konsterniert, dass ich plötzlich auf die Polizeidirektion zitiert wurde. Ach, wenn Sie gestatten, meine Firmenkarte. Münchner Versicherung, Leben, Hagel und Mitgift. Ein Versicherungsmensch, sagen Sie? So ist es, Herr Schrumm. Sie haben sicherlich auch schon mal das Schlagwort vom verarmten Adel gehört. Nun, die Zeit der Raubritter ist vorbei. Die Polars arbeiten in meiner Generation wie jeder andere auch. Und als ehemaliger Bekannter Ihrer Frau Schwester, da wollte ich... Da haben Sie mich versichern wollen. Jawohl, na, das heißt eventuell, beziehungsweise die Mitgift Ihres fräulein Tochter. Das ist dein Graf. Oh, Josef. Das auch noch. Und kein Wasser. Bedauere, Herr Graf, aber die Dame braucht keine Mitgiftversicherung mehr. Die nehme ich gleich so mit. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die zwei Mütter noch zusammenraufen. Die meine überschreibt mir das Geschäft. Dann bin ich ein wohlbestallter Gärtnereibesitzer. Mit 13 Tagwerk rund in Sendling. Und die Bertel ist zwar keine Frau Gräfin, aber immerhin eine Frau Graf. Naja, kein Graf, das ging ja noch. Aber auch noch der Sohn von... Was haben Sie mich geheißen? Alte Suppenhähne. Und Sie mich eine Giftnudel, da waren wir jetzt eigentlich quitt. Ach was, hören Sie einen Bratzen her. Sagen Sie ein Mensch oder Mensch nicht. Einen Moment, wie viele Tage haben Sie gesagt? 13. Schlag eh. So, Bertel, jetzt kriegst du ein Verlobungspuzzle. Einen Moment. Ober- oder Untersiedling? Was? Ja, die Gärtnerei. Ja, Ober. So, ja, dann schläg weiter. Aha! Ui, Jäger, der Linz. Siehst du, Rosel, vor der Gesellschaft, da hab ich die bewahrt. Da landet man bloß auf der Polizei. So, und jetzt geh hier und nimm's ihm. Ja. Ja, was denn? Die Eintrittskarten vom Kristallpalast brauchen. Sie haben ja Ihr Versprechen wieder nicht gehalten. Und haben mich versetzt. Es tut mir leid, gell, aber die Umstände. Ja, ja, ich weiß schon. Die Umstände. Wenn man so einen Schmetterling fängt, dann vergisst man halt der Grausmeißel wie mich. Aber gehabt hätte ich vielleicht auch was. Da, von daheim. Freund Rosel, wir brauchen kein Geld zu unserem Glück. Wir haben's ja. Der redet sich vielleicht. Und Sie finden schon noch einen Tröster. Naja. Jetzt geh ich halt mit ihm. Zum 5 Uhr Tee. Zu unserer Verlobung. Habe ich die Ehre. Halt, einen Moment. Sie, Herr Graf Poller. Ja, bitte sehr. Ich hab's ja das Gefühl, die zwei könnten eine Versicherung brauchen. So? Wissen Sie da keine? Na, in dem Fall. Gegen Unfall. Also.
denn da so vorne? So. Ich war ja nicht wegen Erde. Nicht? Na. Warum dann? Überhaupt. Ja, ja. Warum sollten sie auch wegen mir wohnen, gell? Wo sie mich doch gar nicht kennen, wie sie mir heute Nachmittag gesagt haben. Ach, das hab ich doch nur so gesagt, das wissen sie doch. Vielleicht habe ich es auch noch so gesagt. Wegen dem Verbrecher. Ach, oh. Oh, ich hab's ja klein geklappt. Aber ich war die Einzige. Ja. Mein Einzige. Jetzt kommt Josef, da sind wir ganz richtig, geh nur rein. Oh! Und nimm das Wind, der würgt's. Auseinander. Papa! Brauchst du doch nicht mehr aufregen. Ich bleib bei ihm. Was? Mich trifft der Schlag. Ja, das war ja das Wenigste. Du bist doch unser Kind. Du gehörst doch zu uns. Heute ein bisschen erschrocken. Da kommen Sie jetzt zu spät. Was? Ich gehört mir? Nein, ich flehe Ihnen an, Herr Verbrecher. Nehmen Sie von mir aus alles, was ich habe. Nehmen Sie mein Geld, meine Pfandbriefe, meine alte. Was? Meine alte Hütten. Ach so. Ja. Lassen Sie mir bitte meine Tochter. Schauen Sie, ich täte Ihnen ja gern jeden Gefallen, lieber Schwiegervater. Schwiegervater? Aber ich will ja nicht Ihr Geld. Ich will die Bertel. Und sie will mich. Der hat's hypnotisiert. Und jetzt will Schwung und Ass auf meine Hände. Eins, zwei, drei. Raus auf her! Hände hoch! Sie sind verhaftet und ich schütze. Ja, pass es doch auf, die Kinder. So, Schiffer, zeige dich. Danke. Keiner verlässt den Raum. Polizisten, alle da hinüber. Da auch die niederen Dienstgrade. Ja, was ist denn? So, Herr Schrumm, jetzt zu Ihnen. Kriege ich Ihre Tochter? Nein. Und wenn Sie mich auf der Stelle umbringen, lieber tot als mein Kind in die Hände von einem Hochstapler. Jawohl, von einem Grafen, der wo gar keiner ist. Na. Jetzt wär's mir aber zu blöd. Wer hat denn die Geschichte von einem Grafen aufgebracht? Wer? Schorsch, hast du gesagt, dass du ein Graf bist? Na? Ja, er ist doch zu uns hergekommen und hat sich als Graf anreden lassen. Sehr richtig, Herr Schrumm, aber nicht als ein Graf, sondern als Herr Graf. Weil ich nämlich so heiß. Mit Familienname. Was? Der heißt Graf. Graf heißt der? Ja, und Schorsch. Ah, oh, der Graf Schorsch. Wer bin ich? Oder wie belieben der Herr heute zu heißen? Ja, wie wär ich denn heißen? Graf? Sehen Sie, es liegt er schon wieder. Der wird sofort ausgelogen haben. Jetzt ist aus mit dem Grafen. Sind Sie ein Verbrecher oder sind Sie keiner? Na, aber wenn Sie mich nicht ausreden lassen, dann kann ich ja nicht anfangen. Gerät wird, wenn ich frag. Verstanden? Und jetzt frage ich. Haben Sie bei dieser Familie Schrumm behauptet, Sie seien ein Graf? Oder haben Sie das nicht? Nein, das habe ich nie behauptet. Das sagt ja bloß der. Also, Herr Inspektor, möchte schon sehr bitten, diese Unterstellung muss man. Ruhe! Den Mann pack ich. Jawohl. Sie leugnen das also? Jawohl, das leugne ich. So. Und das auch, dass Sie ein Verbrecher sind? Genau das auch. Sie verstehen überhaupt bloß Bahnhof und sonst gar nichts. Was verstehe ich nicht? Freundel, jetzt steht ein Kriminalist vor dir. Jetzt wirst du gleich sehen, was der versteht. Wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Sie sind der angebliche Graf Poller. Was? Wer bin ich? Schauen Sie doch bloß das Gesicht an. Das Muster von einem Galgenvogel. Aber jetzt ist schon spät. Jetzt hab ich einen. Ich. Jetzt leugnen Sie weiter, wenn Sie können. Wollen Sie vielleicht den Brief auch leugnen, den Sie geschrieben haben? Ich hab schon seit ein paar Jahren keinen Brief mehr geschrieben. Wenn ich einer hab, dann haben Sie ausgelacht. Sie haben als Graf Poller an die Familie Schrimm geschrumm. Schrumm geschrimm? Das sag ich ja. Und sich für heute Nachmittag angesagt. Sie sind ein seit 3 Jahren gesuchter Heiratsschwindler. Hey, jetzt hören Sie aber auf, gell? Jawohl. Und auf einen Polizeibeamten hat er nämlich auch schon geschossen. Ja?
haarscharf am Lüngerl vorbei. Das kann ich jetzt schon auswendig. Das ist ein eiskalter Schuft. Jetzt ist aus. Aus und vorbei. Schutzmann, machen Sie die auf. Ja. Nein, mit dem in die Arrestzelle. Herrschaft, das bilden sich doch bloß die ein, dass ich ein Graf bin. Ihr spinnt ja alle im höchsten Grad. Ein Polizeibeamter spinnt nicht. Merkt es einer das? Nie! Und schon gar nicht im höchsten Grad. Marsch! Marsch, du aber was war denn da jetzt für ein Graf? So, den Mann, den haben wir jetzt eingekastet. Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, sind Sie der Kommissär? Ich bin nicht Kommissär, sondern Oberwachtmeister. Da hat es ein Dienststellenleiter, wir machen die Arbeit. Kommissär macht Urlaub. Bitte schön, jetzt war ich schon auf 2 Wochen. In der Böckler. Sie haben sich hier als ein Graf in dieses Haus eingeschlichen. Oder wollen Sie das jetzt leugnen? Ich habe mich als. Ja, Blutsau. Mich? Ja, verreck. Was? Die glauben, ich bin. Ja, der Herr Schrumm, der hat mich ja direkt von der Straße weggeholt, so spanisch sind Sie vorkommen. Sie Graf, Sie. Wissen Sie was? Sie sind arretiert. Nur noch eine Frage. Hat die Tochter auch gemeint, dass ich ein Graf bin? Ja, was weißt du nicht? Auf jeden Fall haben Sie ganz schön einparfümiert, Sie ja. Heiratsschwindler. Ist ja zum Markt reingefahren, weil sie partout nicht glauben will, dass Sie ein Schwindler sind. Herr Wachtmeister, Sie sind ein Engel! Ja, ja gibt's nicht so was. Also, mir ist im Dienst schon sehr viel passiert. So, so? Aber sowas noch nicht! Ja, ja. Ja, Pfui, drei. Folgen Sie mir unauffällig? Ja! Was gibt's denn da zum Lachen, Hans? Ich lache nicht wegen Erna. Ich freue mich bloß. Geht's also wirklich nicht anders, muss ich unbedingt mit. Ja, fragen werde ich ja da. Wenn das Fräulein schon rumkommt, dann. Sie, das ist jetzt vielleicht schon das Fräulein Bertel. Ich soll mich da nicht treffen. Ja, ja so, jetzt ist ja nur da. Gibt's da einen zweiten Ausgang? Ja, durch die Küche über die Hintertreppe. Gut, kommen Sie. Halt, aber lassen Sie nicht gleich aus. Ich habe Sie abzuführen. Ja. Ja, das ist doch jetzt wurscht, Sie haben mich ja. Ein schöner Kurs an die Bertel. Von Ihrem Verbrecher. Oh, mein Verbrecher. Sag das selber. Halt, Teres. Nicht aufmachen. Wo ist denn der Verbrecher? Ich werd hintertreppen mit dem Schutzmann. Ja, dann gehst du meine Frau weiter. Ja. Na also, da ist er ja. Warum hast du denn so lange Tag? Haben Sie geschlafen? Ich? Geschlafen? Ja. Haben Sie eine Ahnung? Mein Schorschi suche, wo ist er denn? Ja, was weiß denn ich von Ihrem Schorschi? Ja, ich habe Ihnen doch Ihre Rosen mit einem Boden geschickt. Ja? Nach 3 wollte er da hergehen und um 3:30 das Fräulein abholen. Ja, und jetzt? Jetzt ist schon 3:45. Ja, ich brauche doch jetzt keine Rosen, ich brauche meine Tochter. Ja, war er denn nicht da? Also, das müssen Sie doch wissen. Babit, ja, ich hab niemanden. Wo ist denn die Bertel? Steh. Ja, um Himmels Willen, was tut denn die da? Oh, jäckelt die mit den Bauernrosen! Josef! Wie kommt das Weib in unser Haus? Wer hat denn da so geschrien? Das schenkt keiner. Die arme Rosel, dabei hat ihr mir schon das Ausgehen versprochen. Ihr Schorschi, der will doch gar nichts. Woher wollen denn Sie das wissen? Ja, weil er was gesagt hat. Der Schorschi, einer? Ja? Ja, dann müssen Sie auch wissen, wo er jetzt ist. Ja, leider nicht. Mit dem Schutzmann ist er weg, wahrscheinlich auf Polizeiwach. Was? Ja, Sie hören's ja. Ein Schorschi haben's verhaft. Aber jetzt erfind ihn. Jetzt kommt er mir nicht mehr aus. Was hat die gesagt? Verhaft? Das kann doch nicht wahr sein. Mein Schorsch! Auseinander, sag ich! Wo ist die Bertel? Gerade was da, jetzt ist wieder fort. Ja, wohin denn? Auf Polizei, der ihrem Sohn ist nach diesem Verbrecher. Was ist mein Schorsch? Ein Verbrecher? Ja, ihr wollt's dazu machen!
Die Polizei ist so damisch und macht mit. Aber denen werde ich jetzt beibringen. Denen werde ich eine Helferin schuld. Denen werde ich jetzt sagen, wo der Bartel den muss heute. Den beiß ich raus! Josef. Ja? Das war seine Mutter. Ja, das war die Frau Gräfin. Oh! Kiris, hol ein Kiwi Wasser. Moment mal noch, Herr Kriminalinspektor. Wir haben die Meldelisten erst aus der Registratur holen müssen. Herrschaft Schöberl, wie lange dauert's denn noch? Ja, mei, komm ich auch nicht darin. Herrschaft, bloß uns mal doch nicht einen Katar ins Gesicht. Ich hab keinen Katar, das macht der Staub da. Pi, 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 Pi. Ja, doch nicht Pi. Ha? Po? Ein Augenblick, Herr Inspektor, ich suche fieberhaft. Po, 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 ja, da ist er, Poller. Hat ihn schon. Also, Poller, hast du, war gemeldet in, nehm's doch her. Also, Adalbert von Po, Po, Adalbert. Ja, ja. Bestimmt nicht, Herr Inspektor. Ja. Jawohl, Herr Inspektor. Danke sehr, Herr Inspektor. Bitte sehr, Herr Inspektor. Also, war es nicht. Na, da bring ich den kreislichen Arzt wieder raus. Zapper mal, ich komme schon bald vor, wie der reinste Mehlwurm. Auf geht's, nein. Schutzmann Schmeiridl vom Revier 1. Georg Graf vom Viktualienmarkt. Ja, und was wollen's? Herr Oberwachtmeister, dieser Mann ist verhaftet und muss sofort auf die Polizeidirektion gebracht werden. Ja, und bringen Sie ihn da nicht selber hin? Ja. Hä? Warum kommen Sie nur zu mir? Ha. Ist das vielleicht die neueste Tour, dass man Kameraden vom anderen Revier die Schreibereien aufhängt? Hä? Na, weil's ihm so pressiert. Vielleicht hat er Angst, dass ich ihm auskomme. Ruhe! Sie reden erst, wenn Sie gefragt sind. Jawohl! Amtsdiener, bringen Sie den Akt wieder raus. Jawohl, Herr Oberwachtmeister. Und wenn ich nicht mehr komme, dann hat mich eine Staublawine begraben. Herr Oberwachtmeister, eine sehr wichtige Sache. Ein sehr unangenehmer Fall. Dieser Mensch ist ein gesuchter Heiratsschwindler, gibt sich als Graf aus. Was ist der? Ein Heiratsschwindler. Und als Graf gebe ich mich aus, meint er. Ah, da, schau her. Ja, was ist denn das? Führen Sie rein. Sofort herein, jemand! Da geht's rein. Komm, komm. So, jetzt haben wir die Freunde, jetzt bist du beim Richtigen. Herrschaft Zeppi, lassen Sie mich aus. Ja, führe die aus. Wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Ja, ich weiß es auch. Sie sind der angebliche Graf Poller. Wer bin ich? Oder wie beliebener Herr heute zu heißen? Ja, wie werde ich denn heißen? Graf? Sehen Sie, es liegt ja schon wieder. Der wird sofort ausgeflogen haben. Jetzt ist aus mit dem Grafen. Sind Sie ein Verbrecher oder sind Sie keiner? Na, aber wenn Sie mich nicht ausreden lassen, dann kann ich ja nicht anfangen. Gerät wird, wenn ich frag. Verstanden? Und jetzt frage. Haben Sie bei dieser Familie Schrumm behauptet, Sie seien ein Graf? Oder haben Sie das nicht? Nein, das habe ich nie behauptet. Das sagt ja bloß der. Also, Herr Inspektor, ich möchte schon sehr bitten, diese Unterstellung muss man. Ruhe! Den Mann pack ich. Jawohl. Sie leugnen das also? Jawohl, das leugne ich. So. Und das auch, dass Sie ein Verbrecher sind? Genau das auch. Sie verstehen überhaupt bloß Bahnhof und sonst gar nichts. Was verstehe ich nicht? Freund, jetzt steht ein Kriminalist vor dir. Jetzt wirst du gleich sehen, was der versteht. Wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Sie sind der angebliche. Deine bayerische Treue.
Wer es jung nicht lernt, der versteht es nämlich später nicht. Weiter da hinaus, Marsch, voll. Nein, nein, ich wollte meinen Job. Also, Frau Graf ist eifersüchtig. Ja, was ist denn? Finger weg, sag ich. Das ist ja polizeiwidrig. Das ist ja Freiheitsberaubung. Ja, so ist das Leben, gell? Unverschämter Mensch, sehr unverschämter. Komm, Rosa. Ja. Hit weg, sag ich. Und sagen Sie einem Herrn Schorschi, wenn er mal bei der Rosel noch einmal in die Quere kommt, ein einziges Mal, dann kann er seine Radischwänzel von unten betrachten. Und ich besuche ihn dann mit der Gießkanne. Kapiert? Entschuldigen Sie, Freund, aber mit Ihnen Leid muss man reden, wie Sie es verstehen. Habe ich die Ehre. Leider da raus, marsch vorwärts. Nein! Raus, hab ich gesagt. Raus da. Entschuldigung. Ich will doch nicht. Vorwärts, raus da. Geschrien? Es schenkt keiner. Die arme Rosel, dabei hat ihr mein Schorschis Ausgehen versprochen. Ihr Schorschi, der will doch gar nichts. Woher wollen denn Sie das wissen? Ja, weil er was gesagt hat. Der Schorschi, einer? Ja? Ja, dann müssen Sie auch wissen, wo er jetzt ist. Ja, leider nicht. Mit dem Schutzmann ist er weg, wahrscheinlich auf Polizeiwach. Was? Ja, Sie hört's ja. An Schorschi haben's verhaftet. Aber jetzt erfind ihn. Jetzt kommt er mir nicht mehr aus. Was hat die gesagt? Verhaft? Das kann doch nicht wahr sein. Mein Schorsch! Verhaft! Auseinander, sag ich! Wo ist die Bertel? Gerade was da, jetzt ist wieder fort. Ja, wohin denn? Auf Polizei, der ihrem Sohn ist nach diesem Verbrecher. Was ist mein Schorsch? Ein Verbrecher? Ja, ihr wollt es dazu machen! Die Polizei ist so dämisch und macht mit. Aber denen werde ich jetzt beibringen. Denen werde ich eine Helferin schuld. Denen werde ich sagen, wo der Bartel den muss heute. Den beiß ich raus! Josef. Ja? Das war seine Mutter. Ja, das war die Frau Gräfin. Oh! Hier ist, hol ein Kiwi Wasser. Und unser Kirschwasser. Stell dir vor, drei Likör hat er schon und wird immer gesprächiger. Du, jetzt kriegt er noch ein paar scharfe Schnaps, dann frag ich direkt ins Gesicht rein, was er will. Hallo. Hallo. Bertel. Bertel. Ja, du lebst noch. Ja. Der Papa. Hä? Was habt's denn jetzt vor? Verloren zusammen. Bertel, du armes Kind. Ich muss das sagen, der da drin, aber bitte nimm dich zusammen und schrei nicht, das ist gar kein Graf. Ach, weißt du das auch schon? Der hat's auf dich abgesehen. Meinst du? Ja, das ist ein Verbrecher. Der Papa, jetzt hat's dich. Aha, aber Bertel, so glauben wir's doch. Ich hab's doch direkt von der Polizei, Heiratsschwindel ist, also Hochstapler. Du, auf einen Schutzmann hat er geschossen. Haarscharf am Lingel vorbei. Du, Papa, sag mal, hast du irgendwas? Ja, das hat er schon. Aber höchstens 5 Schäppel. Was glaubst du, wie ich mit einem Schlag wieder nüchtern worden bin? Ja, Bertel, wir müssen jetzt so tun, als ob er wirklich ein Graf ist. Ja? Wir müssen schauen, dass wir ihn gut hinausbringen. Du gehst jetzt dahinter und sperrst ihn ins Bad ein und ich bleib da und opfer mich für die Familie. Ja, und die Frau schon um? Opfern. Na, also, ihr zwei redet ja einen fürchterlichen Schmarrn zusammen. Geh, Papa, jetzt komm doch einmal zu dir. Bin ja da. Schau, der da drin ist zwar kein Graf, das glaube ich ja selber nicht, aber doch auch kein Verbrecher. Doch. Ach, was? Ich hab doch heute in der Früh erst mit ihm geredet. Da war er als Gärtner. Ja, Verkleidung. Alles Verkleidung. Hat sie dir in der Früh schon angeschlichen? Ja? Ein Schmarrn.
Ich möchte aber jetzt selber gern wissen, wer der was das eigentlich ist. Wo ist denn mein Radlschlüssel? Mei, oh mei, da ist mein Taschen. Bärl, wo willst du denn hin? Zum Viktualienmarkt. Was? Papa, du polst mir jetzt da so lange, wie es geht. Ja. Ich fahr wieder, wo ich denn. In 10 Minuten bin ich wieder da. Aber Bärl, so bleib doch. Ich bleib auch nicht mehr, ich sperr mich in meine Küche. Teres, verlass mich nicht. So ist recht. Jetzt lassen Sie mich alle ganz allein. Nein, Herr Graf, ich wollte schon. Gleich wird's wieder da sein, einen Augenblick, Herr Graf. Bertel? Teres! Baby! Frau Bertel! Oh! Nein, du jetzt erschreckt. Na, endlich bist du da. Zieh sofort deinen schwarzen Anzug an. Was? Josef, stell dir vor, er ist von der Bertel ganz hingerissen. Was ist er? Hingerissen. 5 Glas Likör haben wir zwitschert und lustig ist er. Komm, wenn du dir Fräulein Bertel gesehen hast, hätte ich geschworen, dass es ist, die vom Markt. Ja, und jetzt glauben Sie es nicht mehr? Wenn sie es doch selber sagt, dass sie gar nicht am Markt war. Ja. Radl hat es auch gewonnen. Ergo Fulgo? Ergo was? Sind Sie Latein? Nein, Giersinger. Angenehm? Ich bin von Sendling. Ja, freilich. Also kann sie doch gar nicht die sein, wo ich meine. Ja. Ergo. Hm? Ja. Gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Graf. Vollkommen. Ja, das ist die nicht. Ja, nie, Ergo. Sie, wollen Sie nicht schauen, dass die anderen finden? Ja. Ja, wissen Sie was? Ich helfe Ihnen dabei. Ja? Wir gehen jetzt sofort zur Polizei. Ah, halt. Was sollen wir denn da? Erkundigen? Recherchen einziehen? Ja, kommen Sie nur. Sie sind ja ganz falsch bei uns. Nehmen Sie einen Hut. Sie werden sehen, das kriegen wir schon. Herr Graf, Sie brauchen ganz eine andere. Gehen Sie, Herr Schumm, mit sowas kann man doch nicht auf Polizei gehen. Die lachen uns ja bloß aus. Im Gegenteil, die freuen sich, wenn wir kommen. Was ist denn mit unserer Bertel? Wo ist denn die? Oh, Herr Graf, Sie haben einen Mann schon kennengelernt. Ja, wir haben schon die Ehre gehabt. Geh noch weiter, Babettel, wir brauchen die nicht mehr. Josef, weißt du, wo die Bertel hin ist? Wieso ist die fort? Ja, und die Teres hat sie in der Kirche eingesperrt und heilt. Und die Bertel soll ihren Radlschlüssel genommen haben. Was? Das stimmt ja gar nicht. Die hat ja gar keinen Radlschlüssel. Hat ja kein Radl. Was hat die nicht? Ja, spinnst jetzt. Das ist jetzt nebensächlich. Dankeschön, Herr Graf. Aber was haben Sie ja gesagt, Frau Schumm? Ihre Tochter ist im Ralf. Ja, die Therese sagt sie. Also, ist Hilfe, ich muss raus. Josef, jetzt bleib halt da. Josef! Langsam, Frau Schumm, bleibst da. Jetzt kommt sie erst. Ich muss jetzt wissen, hat Ihre Tochter ein Fahrrad? Ja, warum soll es denn keins haben? Und war sie damit heute Vormittag am Viktualienmarkt? Ja, das war's. So um 10 Uhr rum. Ja, siehst du's? Ich hab's doch gewusst. Und Sie mag mir sagen, Sie kennen mich nicht. Ja, kennt sie nicht denn? Und ob? Die führt mich bloß an der Nase rum. Herr Graf, mir wird ganz unheimlich. Hat Ihnen die Bertel was getan? Getan? Sehr richtig. Angetan, Frau Schumm. Gefallen hat's mir. Ja, so das Zeichenschild. Dass das Abstellen von Fahrrädern verboten ist. Ha? Das verbiete ich Ihnen hiermit mündlich. So. Bei mir nämlich der Standtag her. So, der gehört Ihnen. Ja. Aber die Laternen da nicht, gell? Und das Pflaster auch nicht, oder? Und darum bleibt das Radl da und wenn Sie sich auf den Kopf stellen und mit die Füße strampeln. Ja, Sie, jetzt haben Sie es aber genau beieinander, gell? Jetzt schauen Sie aber, dass Sie in Schwung kommen. Was tanzt denn, wenn ich nicht mag? Ja, dann. Ach, haben Sie vielleicht Angst, ich tue Ihnen was? Ja, Sie. So ein Spinner da oben. Wenn ich wieder rauskomme und das Radl ist immer noch da, dann passiert aber was, das sage ich Ihnen. Sie. Haben Sie ein Glück, dass mir jetzt nichts einfällt. Ui, ich bin schon Viertel.
Hallo, Bertel, halt, Bertel. Ja, Teres, da bist du. Ja, wo ist denn die Mama? Ja, weiß ich nicht, wir haben uns verloren. Zuerst haben wir eine Viertelstunde auf sie in der Heiliggeistkirche gewartet. Wo waren's denn? Noch mein Radl hat einen Defekt gehabt. Ach so. Jesus, na, das muss ich überhaupt noch umstellen. Warum das? Ach, deswegen ist es am gespinnerten Sag mal, Teres, jetzt wartet die Mama nicht mehr drüben an der Heiliggeistkirche. Aber woher? Na ja, dann kaufe ich mir mein Kleidl halt allein. Na, red nur wenigstens niemand rein. Du, oder gleich erst am Nachmittag. Nachmittag geht nicht, da kommt doch der Graf. Ach, Jesus, ja. Wieso kommt ausgerechnet zum Geburtstag ein Graf zu Erna? Nicht zu mir. Das ist ein Bekannter von der verstorbenen Tante. Und der hat jetzt geschrieben, dass er heute Nachmittag die Mama besuchen möchte. Ein Graf? Bertel, das hat eine Vorbedeutung. Ausgerechnet zum 21. Geburtstag. Ein Graf. Ob er jung ist und schön und reich. Und edel, hast du noch vergessen. Geht der jetzt? Meinst du im Ernst, ich möchte mir den Grafen da haben? Ah, ja, ja. Der kann doch von mir aus ausschauen wie im Schichtel sei auf am Oktoberfest. Also, Sie haben keinen Sinn für das Höhere. Was ist? Ging es mit mir die Gnädige Suche? Auf keinen Fall. Das ist doch eine einmalige Gelegenheit zum Alleineinkaufen. Servus, Teres. Oh, Juhu! Ja, wo kannst du nur sein, die Frau Schrumm? Ah, vielleicht ist es am Bauernmarkt. Frau Schrumm! Frau... Hoppala! Na, passiert's denn so? Ja. Frau Schrumm! Frau Schrumm! Ja, was ist denn das? Hat sie es jetzt doch weggestellt, ihr Herrl? Jetzt eigentlich nicht. Aha. Und warum haben sie es versprochen? Weil ich ein dänischer Teufel bin. Weil ich mir gedacht habe, dass ich auch andere damit ärgern kann. Nein, ist das wahr? Ja. Ja, Herr Graf, dann. Dann, Herr Graf, müssen Sie natürlich. Bitte schön, hier, Hut. Ach, jetzt schmeißen Sie mich einfach raus. Warum pressiert Sie denn jetzt so? Ja, mir pressiert's doch nicht. Sie müssen doch weg zu Ihrer Dame. Na ja, könnte ja eventuell eine Viertelstunde später kommen, ne? Das müssen Sie wissen. Was? Ob's die Schneid dazu haben? Oha, Schneid? Da kennen Sie mich schlecht. Das war ja gelacht. Also, Fräulein Schrumm, wo ist der Kaffee? Was, Sie bleiben noch? Nix anders. Schon, Herr Graf, haben wir es schon. Die Kaffeemaschine war verstopft. Die haben wir so spaßig durchgerammt. Mama? Ja? Pressiert nimmer. Der Herr Graf bleibt noch. Na also, was habe ich denn gesagt? Schauen Sie, Herr Graf, ein Likör habe ich auch da. Und jetzt machen wir es uns recht gemütlich. So, bitte da. Ja, aber Ihr Fräulein Tochter kommt doch auch mit. Ja, ne? Nicht, wär's käme, gingen Sie nicht zu. Und der ist als Graf da. Ja, also was denn sonst? Das weiß ich nicht, Teres. Aber das bringe ich schon raus. So, jetzt hat's die auch nicht erwischt. Ja, ja, wir haben doch eine Glocke. Aber Herr Schrumm! Theresia! Alle Hütten, ich danke dir schön. Herr Schrumm, wo waren denn Sie? Haben Sie keinen Schlüssel? Nein, hab ich nicht. Was ist er? Ja, da ist er. Da ist er. Durchgerutscht. Das ist typisch. Drei Weiber im Haus und Leiche in der Tasche. Das spricht Bände. Herr Schrumm, ja? Haben Sie was getrunken? Höchstens zwei Schüppel. Aha. Ich freue mich, verstehst du? Ja. Ja, soll ich dir sagen, warum ich mich freue? Sechs Kriminale, ja, verteilt über die ganze Straße. Sechs. Und jeder einen Revolver.
Du, was meinst, was das gegeben hat? Ja, drum, was reden Sie denn? Ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel erwischt. Aber woher denn? Hexen ist drei Schäppel. Das Dumms. Folgt mir der glatt über mein Radl drüber. Oh mei, diese Matzbüder. Meiner sind nie? Na, ganz allgemein. So, so. Oha. Der ist ja freundlich. Ah, hallo Sie, was wollen Sie denn mit dem Radl? Da stehen lassen, bis ich wiederkomme. Nein, nein, das geht nicht. Sie, der Zugang muss frei bleiben. Was denn für ein Zugang? Ja, von dahinter. Gleich können Sie nicht zuerst über Ihr Radl steigen, wenn Sie bei uns was kaufen wollen. Sieh, jetzt machen Sie mal einen Punkt, gell? So viel Leute kaufen bei einer doch das ganze Jahr nicht ein, was da auf einmal durchkommen. Deren Sie nicht lang reden, das Radl muss weg. Wissen Sie was? Ich mag nicht. Oder sehen Sie hier vielleicht irgendwo ein Schild, dass das Abstellen von Fahrrädern verboten ist, ha? Das verbiete ich Ihnen hiermit mündlich. So. Weil mir nämlich der Standort gehört. So, der gehört Ihnen. Ja. Aber die Laterne da nicht, gell? Und das Pflaster auch nicht, oder? Und darum bleibt das Radl da und wenn Sie sich auf den Kopf stellen und mit die Füße strampeln. Ja, Sie, jetzt haben Sie es aber genau beieinander, gell? Jetzt schauen Sie aber, dass Sie in Schwung kommen. Was tanzt denn, wenn ich nicht mag? Ja, dann, Ach, haben Sie vielleicht Angst, ich tu Ihnen was? Ja, Sie. So ein Spinner da. Wenn ich wieder rauskomme und das Radl ist immer noch da, dann passiert aber was. Das sag ich Ihnen. Sie. Haben Sie ein Glück, dass mir jetzt nichts einfällt. Uje, ja, schon Viertel. Hallo, Bertel, halt, Bertel. Ja, Teres, da bist du. Ja, wo ist denn die Mama? Ja, weiß ich nicht. Wir haben uns verloren. Zuerst haben wir eine Viertelstunde auf Sie und der Heiliggeistkirche gewartet. Wo waren Sie denn? Noch mein Radl hat einen Defekt gehabt. Ach so. Jesus, nein. Das muss ich überhaupt noch umstellen. Warum das? Ach, deswegen so ein gespinnerten Sag einmal, Teres, jetzt wartet die Mama nicht mehr drüben an der Heiliggeistkirche. Aber woher? Na ja, dann kaufe ich mir mein Kleidl halt allein. Na, red nur wenigstens niemand rein. Du, oder gleich erst am Nachmittag. Nachmittag geht nicht, da kommt doch der Graf. Ach, Jesus, ja. Wieso kommt ausgerechnet zum Geburtstag ein Graf zu Erna? Nicht zu mir. Das ist ein Bekannter von der verstorbenen Tante. Und der hat jetzt geschrieben, dass er heute Nachmittag die Mama besuchen möchte. Ein Graf? Bertel, das hat eine Vorbedeutung. Ausgerechnet zum 21. Geburtstag. Ein Graf. Ob er jung ist und schön und reich. Und edel, hast du noch vergessen. Geht der jetzt? Meinst du im Ernst, ich möchte mal den Grafen da haben? Ah, ja, ja. Der kann doch von mir aus ausschauen wie im Schichtel sein Affe am Oktoberfest. Also, Sie haben keinen Sinn. Kenner, ich hätte die Wahrheit schon herausgebracht. Sie hätten, also haben Sie es noch nicht. Na, wenn der Stand am Marto in Heigsengen ob jetzt zugesperrt ist. Er hat ja selber gesagt, dass er ein Verbrecher ist. Okay. Ja, einen schönen Gruß hat er gesagt an die Frau Bertel von ihrem Verbrecher. Nein, die kommt schon wieder. Hier ist er. So, Thomas, doch, lassen Sie doch die Leute stehen. Ich komm wieder. Und dann zeig ich ihr von wegen der Giftnudel. Dann sperrt sie nicht mehr rein. Feige Gesellschaft. Feige! Frau Graf, was nutzt uns denn die Frau? Wir suchen doch jetzt einen Schorsch, oder? Ja, wenn der Schorsch... Das ist ja der von heute Vormittag. Sie sind auch da. Was wollen denn Sie da? Die hat nämlich heute Vormittag was mit dem Schorschi gehabt. So, wo ist jetzt der Schorschi? Sie müssen das wissen. Was heißt das? Was wissen Sie von meinem Schorschi? Wer ist denn der Schorschi? Ja, mein Sohn, der zu Ihnen die Rosen hergebracht hat. Der muss doch da gewesen sein. Das war Ihr Sohn, der da war. Und jetzt hat es eingestanden. Er war also doch da. Warum haben Sie jetzt das nicht gleich gesagt? Ja, was habe ich nicht gesagt? Wir möchten doch nur wissen, wann er gegangen ist und wohin. Sie, hat er denn überhaupt nichts gesagt? Wissen Sie, er hätte nämlich dann zu mir kommen und mich abholen sollen, weil wir hätten doch miteinander zum 5 Uhr Tee in den Kristallpalast gehen wollen. Ach, ich weiß jetzt aber auch nicht. Ganz, ganz sicher hat er mir das versprochen. Und jetzt?
Jetzt ist er verschollen. Ach ja, jetzt habe ich mich extra so schön, angezogen und jetzt so ein Unglück. Der könnte leben. Der ist uns nachgeschlichen. Da geh her. Na, ich mag nicht. Was? Ja, was wollen denn Sie da? So, Bezal, hast du gemeint, du kommst mal aus, he? Mit wem gehst du zum 5 Uhr Tee, he? Für wen ziehst du dich an, he? Das geht dich ein Schmarrn an. Au, lass mich doch aus! Ach, Herrschaft, wer hat überhaupt das Recht, eben über mich so zu bestimmen? Dein Vater? Seither betrachte ich mich als verlobt. Weißt du was, dann heiratst du meinen Vater. Hä? Ich bin schon seit 8 Jahren Majorin und tue, was ich mag. Ah, was, Papalapap. So Botschall wie du bist, muss man direkt zur Vernunft Aua. Und zu seinem Glück zwingen. Aua! Der hat den Bratzen weg von dem Mann auf. Sie, Frau Graf, einmal noch verzeihen Sie mir's. Einmal noch. Dann können Sie aber was erleben. Sie ist ein Lautstaubend am Tisch. Adalbert von Po, Po. Entschuldigung, bitteschön. Was krank? Aber er. In unserer Ablage liegt fingerdick der Staub, weil ihm mit Tablos Fußbodenschruppen vorgesehen ist. Nur nichts für Staubwischen. Ja, und der Beamte, der kann's aufschnuffeln, ne? Also, Adalbert von Pola steht da. Hat einmal in der Kinzlestraße gewohnt. Wir? Richard von Pola. Na? Na, der unsere heißt da. Adalbert. Adalbert. Ja, ja, bestimmt nicht, Herr Inspektor. Ja, jawohl, Herr Inspektor. Danke sehr, Herr Inspektor. Bitte sehr, Herr Inspektor. Also, war es nicht? Na, da bring ich den kreislichen Arzt wieder raus. Klapper, Mut. Ich komme schon bald vor, wie der reinste Mehlwurm. Da geht's rein. Schutzmann Schmeiridl vom Revier 1. Georg Graf vom Viktualienmarkt. Ja, und was wollen's? Herr Oberwachtmeister, dieser Mann ist verhaftet und muss sofort auf die Polizeidirektion gebracht werden. Ja, und bringen Sie ihn da nicht selber hin? Ja. Na, aber kommen Sie noch zu mir? Ha. Ist das vielleicht die neueste Tour, ja, dass man Kameraden vom anderen Revier die Schreibereien aufhängt? Hä? Na, weil's ihm so pressiert. Vielleicht hat er Angst, dass ich ihm auskomme. Ruhe! Sie reden erst, wenn Sie gefragt sind. Jawohl. Amtsdiener, bringen Sie den Akt wieder raus. Jawohl, Herr Oberwachtmeister. Und wenn ich nicht mehr komme, dann hat mich eine Staublawine begraben. Herr Oberwachtmeister, eine sehr wichtige Sache. Ein sehr unangenehmer Fall. Dieser Mensch ist ein gesuchter Heiratsschwindler, gibt sich als Graf aus. Was ist der? Ein Heiratsschwindler. Und als Graf gebe ich mich aus. Meint er? Ah, da, schau her. Ja, was ist denn das? Führen Sie rein. Sofort herein, jemand. Da geht's rein. Komm, komm. So. Jetzt haben wir die Freund da, jetzt bist du beim Richtigen. Herrschaft Zeppi, lassen Sie mich aus. Ja, führe die aus, lass. Wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Ja, ich weiß es auch. Sie sind der angebliche Graf Pollack. Wer bin ich? Oder wie beliebener Herr heute zu heißen? Ja, wie werde ich denn heißen? Graf? Sehen Sie, es liegt ja schon wieder. Der wird sofort ausgelogen haben. Jetzt ist aus mit dem Grafen. Sind Sie ein Verbrecher oder sind Sie keiner? Na, aber wenn Sie mich nicht ausreden lassen, dann kann ich ja nicht anfangen. Gerecht wird, wenn ich frag. Verstanden? Und jetzt frage. Haben Sie bei dieser Familie Schrumm behauptet, Sie seien ein Graf? Oder haben Sie das nicht? Lassen Sie gefälligst mich aus dem Spiel. Hä? Wenn einer die Rosel davor hat, dann sind Sie allein selber schuld. Was? Jawohl. Das Mensch, da sollen Sie kommen. Da sind scharf drauf, die jungen Mädeln. Hä? Aha. Grüß dich, Mama. Ja, Schatzi, grüß dich, Gott. Bist du jetzt endlich da? Na, endlich ist gut. Radi habe ich da mitgebracht. Mit so zarten Schwanzerl. Und Geranien. Das andere Zeug steht schon hinterm Stand. Brauch schon, Chef. Ja, was ist denn das für ein Arbeiterdenkmal? Wenn's nichts kaufen, dann helfen sie mir, gell? Oder schwingen sie einen? Hä? Ja, hören Sie nicht. Kaffer, helfen oder abhauen? Oder mögen's vielleicht nicht? Na, brauch ich es nur sagen? Ja, du, und wie ich es dir sag.
Und wir ich dir hilf. Dir hilf ich so nein, schon, dass der kein Hinraub mehr wehtut. Suppengründentler. Was hat denn der? Eifersüchtig ist er, wegen der Rosel. Was für eine Rosel? Die Tochter vom Metzgermeister Schimmelbeck. Ja, die mir jeden Vormittag mein Brotzeit bringt. Ach so, ja. Das Mollert, die Trutscherl. Ja, Breile, jetzt war's ab einmal Mollert das Trutscherl, ne? Zuerst alles Mögliche versprechen, ins Theater einladen und nichts halten. Das mag ich. Sag mir, was hast du überhaupt für einen Begriff von den Frauen? Keinen. Ich brauch keine Frau. Schau, schön. Gesetzten Fall, ich bin einmal nimmer. Was magst du denn? Ah, du hältst dich noch lang. Was bist du überhaupt für ein Mannsbild? Andere Burschen sind hinter dir Rick her wie der Teufel hinter der armen Seele und du. Ich bin halt noch nicht ganz verblödet, ne? Jetzt lass mir mal Ruhe, bitte schön. Mach was du magst, ich sag nichts mehr. Ich hol jetzt ein Wasser. Ja, was ist mit meinem Regal drin? Du wolltest bloß doch zusammenschreiben. Mach ich. Aber du musst halten. Ja. Vorsicht! Ja, Obacht, gib! Ja, Herrschaft, Zeit. Ja, dann gebt doch Sie Obacht. Ja, ich hab doch Gleit, wenn Sie nicht hören. Außerdem hab ich einmal ein Radl geschoben. Ja, und andere Leute über den Haufen schieben, gell? Das mach ich. Also. So was Dummes. Fällt mir der glatt über mein Radl drüber. oh mei, diese Matzbüder. Meiner sind nie? Na, ganz allgemein. So, so. Oha, ach, der ist ja freundlich. Ah, hallo, Sie, was wollen Sie denn mit dem Radl? Da stehen lassen, bis ich wiederkomme. Nein, nein, das geht nicht. Sie, der Zugang muss frei bleiben. Was denn für ein Zugang? Ja, von der hinterher. Gleich können nicht zuerst über Ihr Radl steigen, wenn Sie bei uns was kaufen wollen. Sieh, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Sehen Sie, es liegt ja schon wieder. Der wird sofort ausgeflogen haben. Jetzt ist aus mit dem Grafen. Sind Sie ein Verbrecher oder sind Sie keiner? Nein, aber wenn Sie mich nicht ausreden lassen, dann kann ich auch nicht anfangen. Gerät wird, wenn ich frag. Verstanden? Und jetzt frage ich. Haben Sie bei dieser Familie schon behauptet, Sie seien ein Graf? Oder haben Sie das nicht? Nein, das habe ich nie behauptet. Das sagt ja bloß der. Also, Herr Inspektor, ich möchte sehr bitten, diese Unterstellung muss man. Ruhe! Den Mann pack ich. Jawohl. Sie leugnen das also? Jawohl, das leugne ich. So. Und das auch, dass Sie ein Verbrecher sind? Genau das auch. Sie verstehen überhaupt bloß Bahnhof und sonst gar nichts. Was verstehe ich nicht? Freundel, jetzt steht ein Kriminalist vor dir. Jetzt wirst du gleich sehen, was der versteht. Wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Sie sind der angebliche Graf Poller. Was? Wer bin ich? Schauen Sie da bloß das Gesicht an. Das muss doch von einem Galgenvogel. Aber jetzt ist schon spät. Jetzt hab ich einen. Ich. Jetzt leugnen Sie weiter, wenn Sie können. Wollen Sie vielleicht den Brief auch leugnen, den Sie geschrieben haben? Ich hab schon seit ein paar Jahren keinen Brief mehr geschrieben. Wenn ich einen hab, dann haben Sie ausgelacht. Sie haben als Graf Pollar an die Familie Schrimm geschrumm. Schrumm, Schrimm! Das sag ich ja! Und sich für heute Nachmittag angesagt, Sie sind ein seit 3 Jahren gesuchter Heiratsschwindler. Ja, jetzt hören Sie aber auf, gell? Jawohl! Und auf einen Polizeibeamten hat er mich auch schon geschossen. Ja? Haarscharf am Lüngerl vorbei. Das kann ich jetzt schon auswendig. Das ist ein eiskalter Schuft. Jetzt ist aus. Aus und vorbei. Schutzmann, machen Sie die auf. Ja. Nein, mit dem in die Arrestzelle. Herrschaft, das bilden sich doch bloß die ein, dass ich ein Graf bin. Ihr spinnt ja alle im höchsten Grad. Ein Polizeibeamter spinnt nicht. Merkt es einer das? Nie. Und schon gar nicht im höchsten Grad. Marsch. Marsch, du aber was hat denn du jetzt für ein Krach? So, den Mann, den haben wir jetzt eingekastet. Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, sind Sie der Kommissär? Ich bin nicht Kommissär, sondern Oberwachtmeister. Da
Kannst du seine Dienststellen leiten? Wir machen die Arbeit. Komm ich her, mach du Urlaub. Bitte schon, jetzt war ich schon auf 2 Wochen. In der Böckleinstraße und am Steindlplatz. Und nirgends find ihn. Ist er da? Ja. Moment, Fräulein. Nehm es. Ja, aber er geht ja nicht. Ins Theater? Du darfst mit ihm gehen? Ja, freilich. Mei, Frau Graf. Und gern. Jetzt sag ich mir, Rösel, hast mir nicht du einmal erzählt, du magst dir nix aus dem Theater? Ja, mit dem Lenz. Ach so. Da mag ich freilich nicht. Außerdem geht der gar kein richtiges Theater. Der geht bloß zu den Komikern. Mhm. Aber beim Schorschi, da ist das ganz was anderes. Der ist halt auch im Theater ein gebildeter Mensch. Das ist doch der Unterschied. Naja, das sind natürlich einschneidende Veränderungen. Aber Kosugach darf das auch nicht aufmachen. Ja, der Lenz ist doch auch ein netter Mensch und gern hat er das sicher auch. Ja, was tät denn dein Vater sagen, wenn du den Lenz auf einmal nicht mehr magst? Ist mir ganz wurscht, was der sagt. Mein Vater muss ja den Lenz nicht heiraten. Heiraten muss ihn doch ich. Ja, schon, aber was soll denn dein Vater mit dem schönen Geschäft machen? Hm. Wer macht ihm die Würst, wenn er mal privatisiert? Rosel, er braucht so einen Metzger in der Familie. Na ja, wir heiraten doch nicht wegen die Würst vom Vater. Nein, nein, ich heirate wegen mir. Nein, nein, Rosel, also, das sollst du schon noch mal überlegen. Hast doch Zeit, bist du noch jung. Ja, eben drum. Wenn ich mal alt bin, ist mir das ganz wurscht, was ich für einen krieg. Frau Graf, bitteschön, sagen Sie heute mal zum Schorschi, warum er nicht mit mir ins Theater geht. Hä? Na, wenn er mir's versprochen hat, dann müssen wir das doch auch halten. Oder nicht? Ja. Halten müssen das freilich. Na, aber ich misch mich da nicht rein. Da hat er nicht mehr erst recht bockig werden. Na, wenn schon, dann sag's ihm doch du selber. Ja, aber wo denn, wenn ihn doch fast nie sehe ich? Ja, meine Mutter hat einmal rüberlaufen, wenn er da ist. Ich mein, wenn's ihm schon unbedingt nachlaufen willst. Ja, warum? Ich laufe ihm doch nicht nach. Nein, nein, das ist nicht nachgelaufen, wenn er mir's versprochen hat. Ich frag ihn doch bloß. Vielleicht geht er doch einmal mit mir. Ah, ihr seid doch alle gleich. Je mehr einer ausmacht, desto mehr rennt ihm noch. So, was jetzt ein Krieger? Danke schön. Ja. Was war jetzt das? Das ist der Lenz. Also, da hören Sie es. Der meint mich. Ach, so. Einer Dame pfeift der durch die Finger. Aber ich mag nicht. Jetzt grad mit Fleiß nicht. Für Kopf an. Sie? Ja, so in der Runden suchen. Nix da, dass du auch noch fehlst. Du tragst jetzt der Bertel das Geigel ins Bad. Ich schau mal beim Wohnzimmerfenster runter. Was willst du in meinem Zimmer? Ja, ihr Kleid holen und ihr ins Bad bringen. Ich brauch kein Kleid und ich bin nicht im Bad. Aber die Frau Schlumm hat gerade gesagt, ich dass sie das... Ich kann sagen, was sie will und ich tu, was ich will. Man, sie lass mich wegen dem Grafen herrichten wie so ein Pfingstochs. Okay. So, und jetzt sperr ich mich in mein Zimmer ein und keine 10 raus, bringen mich mehr raus. Wusch. Ja, ist das ein narrischer Tag. Ja, die sperrt sich wirklich in ihr Zimmer ein. Frau Schlumm! Ja, so ist das ist... Hat's Kleid? Ja, meinen Sie, dass der Graf schon ist? Um Himmels Willen. Und ich noch nicht fertig. Teres, mach du auf, lass ihn rein, ich komm. Na, Frau Schum, Sie können mich doch nicht allein lassen. Ich hab noch nie einen Grafen. Aufmach, sag ich. Alle guten Geister, in Gottes Namen. Grüß Gott. Ah, hoppala. Da wohnt doch Schum, gell? Jawohl, sehr richtig. Bitte einzutreten. Willkommen, Herr Graf! Kennen Sie mich? Nein, aber wir erwarten Ihnen doch. Ach so, ja, natürlich. Also, da sind die Rosen. Ja, die Frau Schrumm wird gleich da sein. Bitte näher zu treten. Ja, heute mal, Sie, was wollen Sie denn? Ich bring doch bloß die Blumen. Aber Herr Graf, es ist doch schon alles gerichtet.
Gleich gibt's einen wunderbaren Kaffee. Was, ein Kaffee? Ja, sofort ist die Frau schon da. Sofort! Jetzt wird's hinterher, wir fahren. Hallo, Sie, Frau. Ach, Herr Graf. Na, das ist ja wunderbar. Willkommen in meinem Hause. Willkommen. Ja, Sie entschuldigen's schon, aber. Keine Entschuldigung, Herr Graf. Das macht gar nichts, dass Sie ein bisschen früher kommen. Kommen. Oh, die wunderbaren Rosen. Der ist eine Vase. Eine Vasen! Hä? Vase. Vase. Ja, eine Vase. Also noch nie habe ich so schöne Rosen gesehen. So groß und so voll. Ja. Wo haben Sie denn die her, Herr Graf? Aus unserem Garten heute. Nein, aus dem eigenen Garten. Na, so was Entzückendes. Ach, da züchtigen Sie Ihre Rosen selber. Ja, also, Herr Graf, da gab's, ginge es ins Wohnzimmer, bitte sehr. Heute mal Sie was, was. Grüß Gott, Frau Graf. So, schöne Frau, geht noch was ab? Vielleicht ein paar Rosen? Die Rose ist das... Ach so. Die Rose ist das Geschenk der Dame an ihren Kavalier. Dann da kaufst du heute nichts, Geschäfts, doch. Die ist zu fein zum Nein sagen. Oh mei, ja, ja. Was meinen Sie, Grible? Na, ich mein gar nichts. Ich kehr mal Straße und denk mir mal so. Ja. Ah, Herr Nachbar, grüß Gott. Grüß Gott. Was geht denn noch? Sind die Rosen hätte da? Die Rose ist das Geschenk des Kavaliers an seine Dame. Ja, Rosen wären schon recht, aber ob gerade die da, ich weiß nicht. Okay, schauen Sie doch diese Farben bracht an. Die reinste Koloratur. Ja, oder gefallen sie ihnen nicht? Wenn sie mich schon so direkt fragen, na, ganz frisch, sind die doch nimmer, hm? Was sind die nicht? Ja, sind denn sie blind? Da hängt ja noch der Tau dran. Tau? So, na, der sieht mehr wie Brunnenwasser aus. Heute in der Früh hat's mein Sohn abgeschnitten. Und was mein Schorsche bringt, das ist erstklassig. Da können Sie ihn schlecht, mein lieber Herr. Ich kenne ihn überhaupt nicht, meine liebe Dame. Also, was ringt sich denn so auf? 35 Jahre stehe ich jetzt auf dem Platz und habe noch keinen Menschen was Minderwertiges verkauft. Also, was ist jetzt? Ein Zehnerlstück, ja oder nein? Ja, ja. Geben Sie mir halt drei. Hä? Na gut, geben Sie mir fünf, aber einwickeln, gell? Drei, vier, fünf. Was haben Sie? Reinstes Seidenpapier. Mit dem Papier können Sie einer Baronin kommen. Sie hebt sich auch noch auf. So. So, ein 50er. Ein 50er. Danke sehr. Bitte sehr. Guten Morgen. Habe ich dir, Herr Nachbar. Habe ich dir. Hat er schon sowas gesehen, hä? Meine Rosen waren eben nicht frisch genug. Je weniger das Anlegen, desto anspruchsvoller sind sie. Ja, da haben sie recht. Wirkel, na, 10 ist schon. Ja. Dass Ihr Schorschi noch nicht da ist. Man wird heute halt im Garten noch nicht fertig sein. Wie man nur so stierig arbeiten kann. Ja. So was macht mich krank. Bloß immer der Garten, Radi, Blumen. Ja, und was ist mit Seelischen, ha? 28 Jahre, kein Mädel, kein Verlust. Nein, ich geh bloß zu dem Radi, weil ich es versprochen hab. Aha. Und warum haben Sie es versprochen? Weil ich ein dänischer Teufel bin. Weil ich mir gedacht hab, dass ich auch andere damit ärgern kann. Nein, ist das wahr? Ja. Ja, Herr Graf, dann... Dann, Herr Graf, müssen Sie natürlich. Bitte schön, hier, Hut. Ach, jetzt schmeißen Sie mich einfach raus. Warum pressiert Sie denn jetzt so? Ja, mir pressiert's doch nicht. Sie müssen doch weg zu Ihrer Dame. Na ja, könnte ja eventuell eine Viertelstunde später kommen, ne? Das müssen Sie wissen. Was? Ob's die Schneid dazu haben? Oha. Schneid?
Da kennen Sie mich schlecht. Das war ja gelacht. Also, Fräulein Schrumm, wo ist der Kaffee? Was, Sie bleiben noch? Nix anders. Haben wir's schon, Herr Graf, haben wir's schon. Die Kaffeemaschine war verstopft. Die haben wir so spaßig durchgerammt. Mama? Ja? Pressiert nimmer. Der Herr Graf bleibt noch. Na also, was hab ich denn gesagt? Schauen Sie, Herr Graf, ein Likör hab ich auch da. Und jetzt machen wir's uns recht gemütlich. So, bitte da. Ja, aber Ihr Fräulein Tochter kommt doch auch mit. Ja, nicht, wär's käme, gingen's nicht zu. Und der ist als Graf da. Ja, was war's denn sonst? Das weiß ich nicht, Teres. Aber das bringe ich schon raus. So, jetzt hat's die auch nicht erwischt. Ja, ja, wir haben doch eine Glocke. Aber Herr Schlumm. Theresia. Alle Hütten, ich danke dir schön. Herr Schlumm, wo waren denn Sie? Haben Sie keinen Schlüssel? Nein, hab ich nicht. Da ist er. Ja, da ist er. Da ist er. Durchgerutscht. Das ist typisch. Drei Weiber im Haus und Leiche in der Tasche. Das spricht Bände. Herr Schlumm, haben Sie was getrunken? Höchstens zwei Schüppel. Aha. Ich freue mich, verstehst du? Ja. Ja, soll ich dir sagen, warum ich mich freue? Sechs Kriminale, ja, verteilt über die ganze Straße, sechs. Und jeder einen Revolver. Du, was meinst du, was das gegeben hat? Herr Schlumm, was reden Sie denn? Ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel erwischt. Aber ehrlich nicht. Ein bisschen Glück hätte ich momentan schon brauchen. Ja, was wollten Sie eigentlich? Erstes Jahr natürlich Blumen für die Bärtel. Hey, hallo, ja. Bedienung. Sofort, mein Herr, ich komme gleich. Ich muss bedienen. Ja, ja. Na, Nachbar, grüß Gott, was geht denn noch? Ja, mei. Nelken, Gladiolen, Tulpen, Geranien. Ist für eine Dame? Ja. Ja. Dann gibt's doch nichts anderes. Da schauen Sie her. Die Rose ist das Geschenk des Kavaliers an seine Dame. Ja, da brauchen Sie mich aber nicht so vertraulich anblinzeln. Meine Tochter hat Geburtstag. Ja, was glauben denn Sie, was ich denkt hab, gell? Ja. Bei so einem seriösen Herrn kommt doch nur Frau oder Tochter in Frage. Ja. Also, wie gefallen Ihnen die heute? So was Großes und Volles finden Sie nicht leicht. Wunderbar. Sehen Sie seine Kinder. Ja. Aber Sie werden es nicht glauben. Vorhin, da war er so ein geschupfter Hähner da. Ja. Ja, die hat gesagt, Sie sind ja zu klein. Nein. Zu klein, mag sie sagen. Ein Bauernrosen mag das sagen. Ja, freilich. Zu meiner Zentifolia. Na, also. Weiber gibt's. Das muss eine schöne Kuh gewesen sein. Ja, ja. Da habe ich auch meine Erfahrungen. Ich sage Ihnen, Dummheit ist ein guter Boden. Ja, aber alle sind verheiratet. Lauter ja. Gnädige. Mein Gott, der Mann von so einer, der muss ja vor Schmerz schreien mit so einem Mann. Ja, mei, es gibt ja genügend solche Trottel. Sie, in Vertrauen. Die meisten merken es gar nicht. Denk, Sie sind ein Mann von Welt, das merkt man halt gleich. Ja? Ja, ja also, wie viel darf er sein? Ja, vielleicht fünfe. Fünfe? Für ihr eigenes Kind? Okay, Herr Nachbar. Sie werden einen doch daheim nicht blamieren. Ja, das ist gut, nachher sagen wir halt zehn. Nein, sag ja nie ganz was anderes. Wie alt wird Ihr Töchter? 21. Warum? Ja, Herr Nachbar, dann darf er sich doch nicht lumpen lassen. Da kommt doch nur eine Zahl in Frage. Ja? 21 Stück. Kosten 2 Mark und 10. Einer tut doch nicht weh und daheim sind Sie auf einer Maxi. Hab ich recht, das stimmt, ha? Recht hab's schon. Und Ihr Geschäft verstehen Sie auch. Also, schauen Sie her. So. Da sind einmal 2 Mark. So, und der Zehnerl noch. Kriegst du den Zehnerl?
Dankeschön. Aber heute, ich komme nicht direkt heim. Ich muss ja noch aufs Finanzamt. Ja, da gehe ich eigentlich nicht gern mit dem Strauß in der Hand. Nee. Na, Herr Nachbar, das tun Sie nicht. Mit diesen Rosen rutschen sofort in die nächste höhere Steuerklasse. Ja, könnten Sie mir's viel. Und ich besuche ihn dann mit der Gießkanne. Kapiert? Entschuldigen Sie, Freund. Aber mit Ihnen Leid muss man reden, wie Sie es verstehen. Habe ich die Ehre. Leider da raus. Marsch vorwärts. Nein! Raus, hab ich gesagt. Raus da. Entschuldigung. Ich will doch nicht. Was? Vorwärts, raus da. Wer hat denn da so geschrien? Das schenkt keiner. Die arme Rosel, dabei hat ihr mein Schorschis Ausgehen versprochen. Ihr Schorschi, der will doch gar nichts. Woher wollen denn Sie das wissen? Ja, weil er was gesagt hat. Der Schorschi, einer? Ja? Ja, dann müssen Sie auch wissen, wo er jetzt ist. Ja, leider nicht. Mit dem Schutzmann ist er weg, wahrscheinlich auf Polizeiwach. Was? Ja, Sie hört's ja. An Schorschi haben's verhaft. Aber jetzt erfind ihn. Jetzt kommt er mir nicht mehr aus. Was hat die gesagt? Verhaft? Das kann doch nicht wahr sein. Mein Schorsch! Verhaft! Was ist los? Auseinander, sag ich! Wo ist die Bertel? Gerade was da, jetzt ist wieder fort. Ja, wohin denn? Auf Polizei, der ihrem Sohn ist nach diesem Verbrecher. Was ist mein Schorsch? Ein Verbrecher? Ja, ihr wollt's denn dazu machen? Die Polizei ist so dämisch und macht mit. Aber denen werde ich jetzt beibringen. Denen werde ich eine Helferin schuld. Denen werde ich sagen, wo der Bartel den muss heute. Den beiß ich raus! Josef. Ja? Das war seine Mutter. Ja, das war die Frau Gräfin. Oh! Keres, hol ein Kiwi Wasser. Moment mal noch, Herr Kriminalinspektor. Wir haben die Meldelisten erst aus der Registratur holen müssen. Herrschaft Schöberl, wie lange dauert's denn noch? Ja, mei, komm ich auch nicht darin. Herrschaft, bloß uns mal doch nicht einen Katar ins Gesicht. Ich hab keinen Katar, das macht der Staub da. Pi, 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 Pi. Ja, doch nicht Pi. Hä? Po? Ein Augenblick, Herr Inspektor, ich suche fieberhaft. Hat er das sicher auch? Ja, was tät denn dein Vater sagen, wenn du den Lenz auf einmal nicht mehr magst? Ist mir ganz wurscht, was der sagt. Mein Vater muss ja den Lenz nicht heiraten. Heiraten muss ihn doch ich. Ja, schon, aber was soll denn dein Vater mit dem schönen Geschäft machen? Hm. Wer macht ihm die Würst, wenn er mal privatisiert? Rosel. Er braucht so einen Metzger in der Familie. Na ja, wir heiraten doch nicht wegen die Würst vom Vater. Nein, nein. Ich heirate wegen mir. Nein, nein, Rosel, also, das sollst du schon noch mal überlegen. Hast doch Zeit. Bist du noch jung? Ja, eben drum. Wenn ich mal alt bin, ist mir das ganz wurscht, was ich für einen kriege. Frau Graf, bitteschön, sagen Sie heute mal zum Schorschi, warum er nicht mit mir ins Theater geht. Hä? Na, wenn er mir's versprochen hat, dann müssen wir das doch auch halten. Oder nicht? Ja. Halten müssen das freilich. Na, aber ich misch mich da nicht rein. Da darf er nicht mehr erst recht bockig werden. Na, wenn schon, dann sag's ihm doch du selber. Ja, aber wo denn, wenn ihn doch fast nie sehe ich? Ja, meine Mutter hat einmal rüberlaufen, wenn er da ist. Ich mein, wenn's ihm schon unbedingt nachlaufen willst. Ja, warum? Ich laufe ihm doch nicht nach. Nein, nein, das ist nicht nachgelaufen, wenn er mir's versprochen hat. Ich frage ihn doch bloß. Ach, vielleicht geht er doch einmal mit mir. Ah, Rosel, ihr seid doch alle gleich. Je mehr ich einer ausmacht, desto mehr rennt's ihm noch. So, was ich da kriege, danke schön. Ja.
Was war jetzt das? Das ist der Lenz. Also, da hören Sie es. Der meint mich. Also so. Einer Dame pfeift der durch die Finger. Aber ich mag nicht. Jetzt grad mit Fleiß nicht. Für Kopf an. Sie? Warum müssen Sie nicht da bleiben? Vielleicht hat's keine Zeit. Ich hab ja doch Pfiffer. Vielleicht geht's nicht auf den Pfiff. Sie, Frau Graf, das wissen Sie doch hoffentlich, gell? Von wegen der Rosel und Ihnen, Ihrem Herrn Sohn, dass Sie sich da ja nichts einbeuten, gell? Sie lassen Sie gefälligst mich aus dem Spiel. Hä? Wenn einer die Rosel davon hat, dann sind Sie allein selber schuld. Was? Jawohl. Das Mensch, da sollen Sie kommen. Da sind scharf drauf, die jungen Mädeln. Hä? Aha. Grüß dich, Mama. Ja, Schatzi, grüß dich, Gott. Bist du jetzt endlich da? Na, endlich ist gut. Radi habe ich da mitgebracht. Mit so zarten Schwänzerl. Und Geranien. Das andere Zeug steht schön am Stand. Brav, Schatzi. Ja, was ist denn das für ein... Kiris, hol ich ein Kiwi Wasser. Moment noch, Herr Kriminalinspektor. Wir haben die Meldelisten erst aus der Registratur holen müssen. Herrschaft Schöberl, wie lange dauert's denn noch? Ja, mei, komm ich auch nicht darin. Herrschaft, bloß uns mir doch nicht einen Katar ins Gesicht. Ich hab keinen Katar, das macht der Staub da. Pi, 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 Pi. Ja, doch nicht Pi. Ha? Po? Ein Augenblick, Herr Inspektor, ich such fieberhaft. Po. Ja, da ist er. Poller. Hat ihn schon. Also, Poller, hast du, war gemeldet in. Nehm's doch her. Also, Adalbert von Po. Entschuldigung, bitteschön. Was krank? Aber er. In unserer Ablage liegt fingerdick der Staub, weil ihm etwa bloß Fußbodenschruppen vorgesehen ist. Nur nichts für Staubwischen. Ja, und der Beamte, der kann's aufschnuffeln. Ne? Also, Adalbert von Pola steht da. Hat einmal in der Kinzlestraße gewohnt. Wir? Richard von Pola. Na, der unsere heißt da. Adalbert. Adalbert. Ja, bestimmt nicht, Herr Inspektor. Ja, jawohl, Herr Inspektor. Danke sehr, Herr Inspektor. Bitte sehr, Herr Inspektor. Also, war es nicht? Na, da bringe ich den kreislichen Arzt wieder raus. Zapper mal, ich komme schon bald vor, wie der reinste Mehlwurm. Auf geht's, nein. Schutzmann Schmeiridl vom Revier 1. Georg Graf vom Viktualienmarkt. Ja, und was wollen's? Herr Oberwachtmeister, dieser Mann ist verhaftet und muss sofort auf die Polizeidirektion gebracht werden. Ja, und bringen Sie ihn da nicht selber hin? Ja. Hä? Warum kommen Sie nur zu mir? Ha, ist das vielleicht die neueste Tour, ja, dass man Kameraden vom anderen Revier die Schreibereien aufhängt? Hä? Na, weil's ihm so pressiert. Vielleicht hat er Angst, dass ich ihm auskomme. Ruhe! Sie reden erst, wenn Sie gefragt sind. Jawohl! Amtsdiener, bringen Sie den Akt wieder raus. Jawohl. Der kann doch nicht einfach vortrennen, wenn in einer halben Stunde der Graf kommt. Ja. Und wo ist die Bertel? In ihrem Zimmer. Bertel? Bertel, jetzt wird's aber Zeit. Ja, wie schaust denn du aus? Willst du in dem Verzug einen Grafen empfangen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie mir dein Graf zum Hals raushängt. Was heißt denn da mein Graf? Zu uns kommt er. Du tust ja gerade, dass du jetzt nicht zur Familie gehören.
Jedenfalls ziehe ich mir nicht wegen jedem dahergelaufenen Besuch meinen Sonntagsstaat an. Hergelaufen? Ja, gibt's jetzt sowas auch? Ein Graf und hergelaufen. Bertel, ich sag, das treibt mich nicht zur Verzweiflung. Du ziehst dir sofort das neue Kleid an und benimmst dich nicht gegenüber dem Grafen, verstanden? Ach, ja, meinst denn du, ich arrangiere alles und du stehst rum und machst ein Gesicht? Mach überhaupt kein Gesicht. Seit du heute früh in der Stadt warst, ist irgendwas los mit dir. Du warst doch zuerst nicht so. Heute früh hast du nur gelacht, hast du das Kleid gekauft. Ja, was ist denn jetzt einfach mal los mit dir? Was soll denn los sein? Nix ist los. Ja, aber Bertel, du bist jetzt doch... lass mir doch endlich einmal meine Ruhe. Ich mag nichts wissen von einem Grafen oder von einem anderen auch nicht. Die sollen mich doch alle gern haben, die ganzen Mannsbrüder. Ach, da schau her. Ah, jetzt kommst du ja langsam raus mit den wahren Tönen. Was meinst denn du mit dem Mannsbrüder? Ist da vielleicht ein anderer im Spiel? Ein anderer? Ich will von einem anderen auch nichts. Meinst du vielleicht, ich ärgere mich über so einen? Ich ärgere mich überhaupt nicht. Jetzt geht's mir alle gerne ab. Bleib halt da! Was hat denn die? Hat's was? Was hat's denn? Na, für mich hat die einen anderen im Kopf. Drum spinnt's einfach mal. Therese, schau du, dass du meinen Mann findest. Ich muss mich drum kümmern, dass sich das freien Tochter umzieht. Nein, ist das ein Durcheinander. Ja, wenn ihr nur wisst, wo der Herr Schrumm ist. Ach, da sind sie ja. Wenn man von der Sonne spricht, sind sie... Ich werde da gehen. Nein. Was? Hat niemand nach mir gefragt? Soll jemand gefragt haben? Ja, natürlich, ein gewisser Herr Meier. Meier? Ja. Den Namen habe ich schon einmal gehört. Ja. Aber heute noch nicht. Herrschaftszeiten. Herrschaftszeiten, ihr lasst mich hängen, der Meier. Heute noch nicht. Was weißt du, das hat's gleich? Ich glaube schon. Das ist er. Hoffentlich kommt er jetzt verschwind. Fort mit dir. Nein, was tut er denn im Wohnzimmer? Das ist doch mir wurscht, schau, dass du nicht kommst. Ich komme ja schon. Da bist du ja, Gott sei Dank. Wo sind denn deine Weiber? Psst! Alle da! Ja, natürlich. Warum? Weil die nicht wissen brauchen, was ich dir jetzt sag. Die Daten überschnappen. Ja? Weißt du, wer das wahrscheinlich ist, dein Herr Graf? Ja? Ein Hochstapler, ein ganz ein raffinierter. Siehst du das? Ich hab's ja gewusst.